Ganz herzlich zu diesem Nachmittag der Diskussion. Als erstes die gute Nachricht ist, wenn wir alle am Platz sind. Gut, ja, meine Damen, meine Herren, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch sonstige Gäste, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Tag der Diskussion Nothelferin Wissenschaft. Wir haben ein Programm für Sie zusammengestellt. Und gemäß diesem Programm würde ich als erstes den Herrn Professor Bucher bitten, die Begrüßung zu sprechen. Er spricht sie in Vertretung von unserer Kollegin Professor Bruns, die so ein bisschen passend zum Thema auf dem Fahrrad vom Auto angefahren wurde und im Krankenhaus liegt. Also, aber es geht ihr soweit gut. Und damit würde ich als erstes bitten, den Professor Bucher von der Universität Trier die Begrüßung zu beginnen. Mit mir begrüßen Sie bitte mit Herrn Bucher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Studierende, wie mein Kollege Christoph bereits gesagt hat, begrüßen wir Sie ganz herzlich zu der Veranstaltung heute zum Thema Nothelferin Wissenschaft, die Klimakrise und die Verantwortung der Hochschulen. Dem Programm entsprechend, und Christoph Menke hat gerade darauf hingewiesen, haben Sie hier natürlich meine Kollegin Antje Bruns erwartet. Sie hatte letzte Woche einen Fahrradunfall, ist von einem Auto angefahren worden. Zum Glück ist sie auf dem Weg der Besserung. Wie schon angedeutet, ist der Unfall natürlich ein Beispiel für eine Konstellation,
die uns aber dem heutigen Thema beschäftigen wird. Sie ist gewissermaßen symptomatisch dafür, dass wenn fossile Kultur auf Nachhaltigkeit trifft, die letztere ziemlich oft den Kürzeren zieht. Die heutige Veranstaltung geht auf eine Initiative der Trierer Regionalgruppe der Scientists for Future zurück, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beider Hochschulen in Trier mit einem Interesse an nachhaltigen Zukünften. Gegründet wurde die Scientists for Future bekanntlich 2018, um die Forderungen der Fridays for Future mit wissenschaftlichen Argumenten zu unterstützen. Und im Gründungsdokument heißt es, als Menschen, die mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut sind und denen die derzeitigen Entwicklungen große Sorgen bereiten, sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an, auf die Folgen unzureichenden Handelns hinzuweisen. Und das ist heute noch dringlicher, als es vor 4 Jahren war, wie auch der zurzeit stattfindende Klimagipfel in Glasgow zeigt. Derzeit befinde sich die Welt auf einem katastrophalen Weg, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Zu glauben, die Staaten seien schon auf dem richtigen Weg, sei eine Illusion. Noch ein Zitat von ihm: Wir schaufeln unsere eigenen Gräber. Die Welt befinde sich nicht, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart, auf einem Pfad zum 1,5-Grad-Ziel, sondern steuert auf eine Erderhitzung von 2,7 Grad zu. Das errechnete die Klimaforschung aus den bislang bei der UN eingereichten CO2-Einsparungszielen, den sogenannten NDGs, mit einem um 2,7 Grad höheren Durchschnittstemperatur würden wir auf einem anderen Planeten leben, so der schwedische Klimaforscher Johan Rockström. Der Rat der Stadt Trier hat vor 2 Jahren den Klimanotstand erklärt. Für die Regionalgruppe der Scientists for Future war das eine Herausforderung, darüber nachzudenken, welchen Beitrag Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier vor Ort zur Behebung dieses Notstandes leisten können. Eine ganze Reihe von ihnen engagieren sich bereits in kommunalen Gremien, haben regionale und lokale Projekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung angeboten oder bieten öffentliche Veranstaltungen und Vorlesungen zur Aufklärung über Klima und Nachhaltigkeit an. Über einige dieser Projekte können Sie sich in dem Nebenraum nachher auch noch informieren. Nicht alle diese Wissenschaftler kommen im engen Sinne aus der Nachhaltigkeits- und Klimaforschung. Eher vereint uns die Erkenntnis, dass wir eine wichtige Aufgabe vor uns haben, die über Forschung und Lehre hinausgeht und im Bereich der sogenannten Third Mission, also der Hochschule, also der Verantwortung der Hochschulen für die Gesellschaft liegt. Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig herauszustellen, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht nur in den Zuständigkeiten der Natur-, Umwelt- und Technikwissenschaften fallen, sondern fächerübergreifend bearbeitet werden müssen. Wenn wir den Klimawandel begrenzen wollen, geht es um nicht weniger als um eine fundamentale Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse. Um das notwendige System- und Transformationswissen bereitzustellen, sind deshalb auch zum Beispiel die Politikwissenschaft, die Rechtswissenschaft, die Medienwissenschaft, die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, aber auch die Lehramtsfächer gefordert, die Klimabewusstsein in der schulischen Bildung verankern können. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit und in einem besonderen Jahr voller Krisen. Nicht nur, dass die Corona-Krise selbst als eine Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse gelesen werden kann, auch die Überflutung in Trier-Ehrang und im Ahrtal haben gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels auch vor der eigenen Haustür stattfindet. Der Klimawandel findet statt, er ist keine abstrakte Naturgewalt in der Zukunft, sondern eine gegenwärtig erlebbare Realität und ein Ergebnis unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Daher, und das ist der weitere Wegpunkt des Jahres, hat das Bundesverfassungsgericht in einem zukunftsweisenden Urteil zu Recht darauf hingewiesen, dass das von der Bundesregierung vorgelegte Klimaschutzgesetz nachzubessern ist. Denn es fehlen, so in dem Gutachten des BVGs notiert, hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahre 2031.
Klimaschutz ist ein Grundrecht, wie dieses Urteil den Artikel 20a des Grundgesetzes noch einmal bekräftigt. Im Hinblick auf das globale Nachhaltigkeitsziel einer hochwertigen Bildung der Vereinten Nationen, eines der sogenannten SDGs, verpflichtet sich die Hochschulrektorenkonferenz bereits 2018 zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. Wenn die Hochschulen, wie es in der Stellungnahme der HRK heißt, Zukunftswerkstätten der Gesellschaft sein wollen, so bedeutet das, dass zur Ausbildung an den Hochschulen auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung gehören muss. Lehrerinnen und Lehrer, Ökonomen, Juristen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen, Architekten, Ingenieure müssen künftig dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, Artenschutz und Nachhaltigkeit ebenso selbstverständlich als Orientierungsmarken ihres beruflichen Handelns ansehen, wie sie das im Falle ethischer oder rechtlicher Vorgaben tun. Mit der heutigen Veranstaltung möchten wir einladen, einen Blick auf die Aufgabenfelder Forschung und Lehre, aber auch auf den Betrieb der Hochschulen selbst zu werfen. Wie können wir eine Kultur der Nachhaltigkeit, wie es die HRK formuliert, etablieren? Wie gelingt es uns, Vorreiter für eine nachhaltige Transformation in Trier und Region zu werden? Bei der Klärung dieser Fragen wird uns Dr. Mandy Singer-Brodowski unterstützen. Wir freuen uns sehr, Sie als Keynote-Rednerin begrüßen zu dürfen. Sie ist heute aus Leipzig angereist, was ja ein relativ langer Weg ist. Und wer die Verkehrsanbindung in Trier kennt, weiß den Aufwand zu schätzen, den sie auf sich genommen hat. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, die zahlreiche einschlägige Schriften im Bereich Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung, transformative Wissenschaft und transformatives Lernen verfasst hat. Sie hat beispielsweise bereits in ihrer Dissertation das Thema bearbeitet, Studierende als Gestalterinnen einer Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung. Schon während ihres Studiums gründete sie das studentische Netzwerk Nachhaltigkeitsinitiativen, Netzwerk N. Übrigens, zu diesen 182 lokalen Gruppen gehört noch keine aus Trier, also vielleicht ist auch ein kleiner Anreiz, sich da doch zu engagieren. Das Netzwerk hat sich seitdem grundlegend erweitert und professionalisiert und zeigt, welche Handlungsfähigkeiten von Studierenden ausgehen können. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie als Referentin für nachhaltige Wissenschaft im Präsidialbereich des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Und 2016 war sie wissenschaftliche Koordinatorin des Zentrums für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit ebenfalls in Wuppertal. Derzeit forscht sie an der Freien Universität im Bereich erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung und leitet dort mehrere Forschungsprojekte, unter anderem ein Projekt zum Monitoring von BNE, also Bildung, nachhaltige Entwicklung, und zum transformativen Lernen. Seit Oktober 2021 hat sie zudem eine Gastprofessur für Nachhaltigkeit im Kontext des europäischen Hochschulnetzwerkes UNA Europa an der Freien Universität Berlin inne. Wir freuen uns sehr, Frau Singer-Borowski, dass Sie zu uns gekommen sind, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung hier nach Trier. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und Sie vielleicht in der Nachhaltigkeitstransformation Ihrer eigenen Hochschulen mit zu unterstützen, zumindest ein paar Impulse mitzugeben. Was möchte ich mit Ihnen machen heute? Ich würde gerne die Rolle der Hochschulen in der Genese der Klimakrise etwas beleuchten, Ihnen anschließend das Konzept einer transformativen Wissenschaft näher bringen, dann ganz konkrete Anregungen für eine Nachhaltigkeitsorientierung in Forschung, Lehre und Betrieb darbieten und am Schluss noch einmal auf die Frage zu sprechen kommen, sind die Hochschulen tatsächlich Nothelferinnen? Ist die Wissenschaft Nothelferin in der Frage der Transformation, Herr Bucher hat es angesprochen, hin zu einer klimaverträglichen, klimafreundlichen Gesellschaft, oder kann sie noch viel mehr? Das ist die Agenda, 20 Minuten, und wir starten direkt
in die große Frage, warum brauchen wir eigentlich diese Nachhaltigkeitstransformation und was ist die Rolle der Hochschulen in dieser Nachhaltigkeitstransformation? Wir erleben aktuell, und das sehen Sie aus, kennen Sie aus den Medien, aus den Berichterstattungen, etwas, was in der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung als ein Überschreiten von planetaren Grenzen beschrieben wird. Das heißt, wir erreichen in immer mehr Bereichen, und es ist nicht nur Klima, das ist auch der Bereich der Biodiversität, der Bereich der Stoffeinträge in den Böden, in den Gewässern und so weiter, kritische Punkte, sogenannte Tipping Points, an denen eine Rückkehr zum Status quo, zum jetzigen Status der Erdsysteme, der ökologischen Systeme, nicht mehr ohne weiteres möglich sein wird. Diese Tipping Points haben die Eigenschaft, dass ein Tipping Point, also ein Kipppunkt, andere sozusagen Dynamiken in anderen Ökosystemen auslösen. Und das alles zeigt, dass wir hier nicht um ein bisschen mehr Umweltschutz, ein bisschen mehr Naturschutz ringen, wie das die Debatten aus den letzten Jahrzehnten gezeigt haben, sondern um ein fundamentales Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Wir reden hier auch über ein Überleben oder ein Weiterfunktionieren, über die Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. Denn in einer Gesellschaft, die durch zunehmende Krisen geschüttelt ist, gebeutelt ist, wird es diese Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, auch nicht mehr in der Form geben. Zudem sagt die Nachhaltigkeitsdebatte, dass es nicht nur um ökologische Fragen, sondern immer auch um die Interdependenz von sozialen Fragen geht. Und das Ziel ist ein gerechtes Dasein aller Menschen in den planetaren Grenzen, also einen sicheren Handlungsspielraum zu schaffen, mit dem wir als Menschheit global gerecht in die nächsten Jahrzehnte starten können. Das alles ist der Anspruch der sogenannten Sustainable Development Goals, nicht mehr und nicht weniger, und das ist sozusagen die Leitplanke, an der wir uns orientieren sollten. Wenn wir uns jetzt die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anschauen, und das sind aus einem Paper von führenden Klima- und Nachhaltigkeitsforscherinnen Grafiken über die Entwicklung der Population, aber auch des Bruttoinlandsproduktes, der Nutzung von verschiedenen Ressourcen auf der linken Seite und auf der rechten Seite, die sogenannten Erdsystemtrends. Wenn wir uns das alles anschauen, dann sehen wir, dass ab 1950 etwas passiert, was die große Beschleunigung genannt wird. Das heißt, wir erleben in allen Bereichen einen immer stärkeren Verbrauch von Ressourcen, eine immer stärkere Verschmutzung von Ökosystemen. Das heißt, die ökologischen Senken, also das, was in die Ökosysteme hineingeht, werden zunehmend belastet. Und das geht einher mit einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und das alles hat Wissenschaft nicht nur erforscht, sondern durch technologische Innovationen auch mitproduziert. Wissenschaft war historisch gesehen schon immer Innovationstreiber. Wissenschaft hat technologische Innovationen hervorgebracht, professionalisiert, vorangebracht. Ulrich Beck hat das beispielsweise in seiner Risikogesellschaft auch sehr gut dargelegt. Das heißt, Wissenschaft hat die Folgen, mit denen wir uns jetzt sozusagen konfrontiert sehen, der ökologischen Kipppunkte, des Überschreitens von planetaren Grenzen, auch mitproduziert. Und ich glaube, das müssen wir in der Debatte um eine Nachhaltigkeitsorientierung der Wissenschaft und der Hochschulen immer stärker mitdenken, denn es geht nicht nur um die ökologische, und das ist ein Argument, das ich heute sehr stark machen möchte, nicht nur um die ökologische Ausrichtung der Campi, der sozusagen Einwegbecher oder der Mülltrennung auf den Campi, sondern viel stärker um die Transformation der grundlegenden Funktionsbereiche von Wissenschaft, von Forschung, Lehre, der Governance von Hochschulen, die von all diesen Fragen natürlich intensiv berührt sind. Und diese Fragen haben wir uns auch in der transformativen Wissenschaft gestellt. Und dieses Buch ist mittlerweile schon einige Jahre alt, 2013 erschienen. Und dort haben wir einen umfassenden Blick auf das deutsche Hochschul- und Wissenschaftssystem geworfen und gefragt, wer sind eigentlich die Treiber einer Transformation im Hochschul- und Wissenschaftssystem? Was sind die wichtigen Impulsgeber? Welche sind die Vorreiterhochschulen, die in dieser Richtung schon sehr viel gemacht haben? Beispielsweise die Leuphana-Universität in Lüneburg oder auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Was machen die besonders gut? Wie machen die das besonders gut? Und was sind Reformvorschläge, die auch von Seiten der Wissenschaftspolitik und der Hochschulpolitik geleistet werden müssen, beziehungsweise die Rahmenbedingungen geleistet werden müssen, damit die Hochschulen sich auf einen Pfad der Nachhaltigkeit begeben können? Wir haben vielfältige Reformvorschläge dazu entwickelt, und insgesamt ist diese transformative Wissenschaft ein
Konzept, was tatsächlich die Bedingungen der Wissenschaft zu Nachhaltigkeit beizutragen, in den Mittelpunkt rückt und damit wie eine Selbstreflexion der wissenschaftlichen Einrichtungen, also der Einrichtungen, die Wissen produzieren, sowohl zu den Ursachen der Nicht-Nachhaltigkeit als auch zu den potenziellen Lösungen für Nachhaltigkeitsfragen, in den Mittelpunkt stellt. Wir haben Bilanz gezogen vor 3 Jahren und mit diesem Buch tatsächlich eine innerwissenschaftliche Debatte angeregt. Peter Strohschneider, der damalige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat unser Buch sehr kritisiert mit ganz grundlegenden Fragen, die Sie vielleicht, wenn Sie mit diesen Themen unterwegs sind, auch kennen. Nämlich die Frage, was ist denn eigentlich mit einer Freiheit und Autonomie der Hochschulen, wenn sie sich stark an Nachhaltigkeit orientieren soll? Wie steht das im Verhältnis mit den zivilgesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten beispielsweise, wenn Forscherinnen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten? Ist das dann eine Beeinflussung der Forschung? Wir können diese Debatten sehr gerne in der Diskussion aufgreifen. Ich würde sie hier jetzt nur ganz kurz andeuten. Aber all das sind Debatten, die zumindest in der Nachhaltigkeitsforschung in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert worden sind und die, finde ich, auch weiter diskutiert werden sollten. Wir haben aber auch mit dem Buch einen gesellschaftlichen Impact. Auch das ist ja Ziel von Wissenschaft und auch das wird zunehmend wissenschaftspolitisch unterstützt. Vielfältig gesellschaftlichen Impact erreicht. Es gab Förderformate auf landespolitischer Ebene, beispielsweise in Baden-Württemberg, die Debatte um Reallabore, also Stadt- und Entwicklungsprojekte, die hochschulpolitischen Profilierungsbemühungen, also Hochschulen wirklich in ihrer eigenen Profilbildung darin hingehend zu unterstützen, dass sie Nachhaltigkeit in ihrem Profil und in ihrem Bestreben umsetzen können und öffentliche Diskurse gefördert. Und aktuell, und das ist mein Eindruck dieser Debatte, jetzt mit fast 10 Jahren Abstand passiert etwas. Das ist ein relativ aktuelle Stellungnahme der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, also aller Hochschulen in Deutschland oder fast aller Hochschulen in Deutschland, aber auch der großen außeruniversitären Forschungsgemeinschaften, des Wissenschaftsrats und der Akademien. Und sie haben sich positioniert zu Klimaneutralität, die sie bis spätestens 2035 möglichst erreicht haben wollen. Sie haben gesagt, dann müssen wir an den Orten ran, wo viel CO2-Emissionen anfallen, das heißt in den Gebäuden, Sanierung, Großrechenanlagen und Mobilität. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch gerade für die Mobilität der Forscherinnen, derjenigen, die auf Konferenzen fahren, um sich international zu vernetzen, dadurch ja auch ihre Reputation zu erhöhen, die aber wiederum Trade-offs der sozusagen CO2-Emissionen produzieren. All das nimmt sich die Allianz der Wissenschaftsorganisationen auf den sozusagen Schirm, das will sie voranbringen. Und ich finde das ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass sich auch die großen Forschungsgemeinschaften, die Verbünde der Forschungsgemeinschaften jetzt dahingehend auf den Weg machen. Es ist ein wissenschaftspolitisch bedeutsames Statement. Auch die DFG nimmt jetzt, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft nimmt jetzt zunehmend Nachhaltigkeit in ihren eigenen Statuten auf, in ihrer Satzung hat sie es aufgenommen und versucht natürlich bei aller Wahrung der Forschungsfreiheit in ihren Projekten stärker auf eine Klimaneutralität hinzuweisen. Und auch das wurde schon zitiert von Herrn Bucher, eine Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz, jetzt schon 3 Jahre alt. Die Hochschulrektorenkonferenz empfiehlt allen Hochschulen, und auch das wissenschaftspolitisch ist das bedeutsam, weil die Hochschulrektorenkonferenz ja nicht nur die nachhaltigkeitsprofilierten Hochschulen unterstützt sondern alle Hochschulen, der nachhaltigen Entwicklung eine besondere Bedeutung beizumessen. Und dahingehend Strategiepapiere zu entwickeln, dahingehend die Governance auszurichten und dahingehend auch Leitideen und eben diese Kultur der Nachhaltigkeit zu etablieren. Und diese Kultur der Nachhaltigkeit, da komme ich gleich drauf, ist etwas, was tragen kann über alle Funktionsbereiche der Hochschulen hinweg, also über Lehre, Forschung und Governance, auch Betrieb hinweg. Peter-André Alt, der Präsident aktuelle der Hochschulrektorenkonferenz, pusht das Thema intensiv
Und ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren noch einiges auch an Unterstützung von Seiten der Hochschulrektorenkonferenz erleben. Was heißt das jetzt aber konkret? Welche Anregungen können ganz konkret für Forschung, Lehre, Betrieb, aber auch den institutionellen Wandel der Hochschulen selbst gegeben werden? Auf Ebene der Forschung, und ich werde gleich ein bisschen konkreter, können transdisziplinäre, also Forschung gemeinsam mit außerhochschulischen Akteuren, Forschungsformate unterstützt werden und auch transformative Forschungsprojekte unterstützt werden, also Forschungsprojekte wie diese Reallabore, die ganz konkret Veränderungen anstoßen, ganz konkret im Stadtteil, in der Region, Transformationsprozesse in den verschiedensten Sektoren, die ohnehin stattfinden, unterstützen oder neue Transformationsprozesse anstoßen. Es geht um Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung, um Hochschul-BNE auf der Ebene des Lehrwandels. Und da geht es tatsächlich um eine Integration von Nachhaltigkeitsaspekten. Und auch da können wir gerne in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen kommen. Nicht nur in sozusagen einzelne Studiengänge, sondern tatsächlich in jedem einzelnen Fach, weil alle einzelnen Fächer, jede einzelne Disziplin hat ihren Schwerpunkt zur Nachhaltigkeit beizutragen oder hat ihre Bezüge zur Nachhaltigkeit. Und es geht um diesen institutionellen Wandel, also ein sich auf den Weg machen der Hochschulen in einem auch Ökosystem von anderen Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen, anderen Kooperationspartnerinnen, die auch dahingehend unterwegs sind. Und das Ganze wird in der Bildung für nachhaltige Entwicklung als ein Whole Institution Approach beschrieben, also ein ganzheitlicher Ansatz, eine ganzheitliche Transformation der Hochschulen, der Bildungseinrichtungen, in denen sich diese Wechselwirkungen zwischen dem Forschungsbereich und dem Lehrbereich und dem Betrieb wunderbar ergänzen können. Und auch das kennen Sie wahrscheinlich alle, wenn Sie kleine studentische Projekte beispielsweise aus einer Lehrveranstaltung heraus angestoßen haben, die dann für konkrete Nachhaltigkeitsaktivitäten auf dem Campus gekämpft haben und gleichzeitig vielleicht noch mit Wissenschaft das Ganze verknüpft war. Also diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Bereichen, die sind ganz, ganz interessant und machen Hochschulen ja auch aus. Tatsächlich Hochschulen auch als lernende Organisationen zu verstehen, die sich auf den Weg machen können, ganzheitlich das Ganze anzugehen. Ganz konkret und damit komme ich auch langsam in Richtung Ende. Wie kann das aussehen? Ich habe gesagt, Forschung mit und nicht nur über Gesellschaft anstellen oder auch über Technologieentwicklung anstellen. Tatsächlich mit Wirtschaft. Ich glaube, in der Wirtschaftswissenschaften, in den ganzen Ingenieurswissenschaften ist das sehr viel verbreiteter als in den Sozialwissenschaften, dass sozusagen Forschungsprozesse gemeinsam mit Partnerinnen außerhalb der Hochschulen angestoßen, vorangetrieben werden. Das ganze Thema Wissenschaftskommunikation, Transfer. Und Transfer wirklich nicht nur gedacht als wir bringen Patente aus der Hochschule hinaus in die Gesellschaft, sondern wir nehmen auch das, was aus der Stadtgesellschaft hier in Trier kommt, nehmen wir auf und versuchen wir zu integrieren. Die Impulse, die zur Mobilitätswende kommen, die versuchen wir anzudocken an die Lehrstühle, die diese Fragen bearbeiten und versuchen tatsächlich im Dialog mit Akteurinnen aus der Region zusammenzuarbeiten. Im Bereich der Bildung und des transformativen Lernens heißt das ganz konkret, Studierende zu befähigen, als Change Agents zu agieren, also als sozusagen Gestalterinnen des Wandels, die ja in hochkomplexen Feldern zukünftig unterwegs sein müssen oder unterwegs sein werden und deswegen ein ganzes Set an Schlüsselkompetenzen benötigen, wie sie komplexe Projekte managen, wie sie zusammen mit anderen agieren. Dafür ganz konkret Unterstützung, das geht in dem Bereich Schlüsselkompetenzbereiche ganz gut, Unterstützung aufzubauen, aber auch Zertifikatsprogramme aufzubauen oder die Nachhaltigkeitskompetenzen der Lehrenden, das ist ein ganz großes Desiderat, der Lehrenden tatsächlich zu befördern und die Lehrenden, die Hochschuldozierenden fit zu machen, in projektorientierter Lehre, in forschungsorientierter Lehre, in den ganzen didaktischen Formaten, die nicht nur darauf ausgerichtet sind, Wissen von meinem Kopf in Ihren Kopf zu transportieren, sondern Sie zu befähigen oder die Studierenden zu befähigen, die komplexen Probleme der sozusagen zukünftigen Welt in den Griff zu bekommen. Und am Ende heißt es eben auch, die Nachhaltigkeitsstrategien
zu entwickeln. Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigkeitsberichte ist ein großes Thema, wenn Sie die Aktivitäten des Hoch-N-Verbundes mitbekommen oder mitverfolgt haben. Dort wurden ganz konkrete Fragen gestellt, ganz konkrete Blaupausen entwickelt für Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeitsberichte. Und unter all dem liegt diese Kultur der Nachhaltigkeit, die letztendlich impliziert, dass eine Kultur des Respekts, des Dialogs, des Vorangehens im gemeinsamen Suchen nach dem, was die besten Lösungen für Nachhaltigkeit an der Hochschule sein können, entwickelt wird. Kommen wir zum Ende. Langsam, Wissenschaft als Nothelferin. Wissenschaft ist, und ich hoffe, das habe ich gerade am Anfang deutlich gemacht, immer eingebettet in die nicht nachhaltigen Praktiken und Strukturen der Gesellschaft. Und das muss sie reflektieren, das müssen die Hochschulen reflektieren. Und da geht es nicht nur um ein bisschen mehr Nachhaltigkeitsausrichtung des Betriebs, nicht nur mehr nachhaltige Mobilität oder das Energie- und Gebäudemanagement, sondern tatsächlich um die Art und Weise, Forschung und Lehre zu denken und die Verantwortung von Forschung und Lehre für die Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft. Das bedarf umfassender Strategien, die möglichst partizipativ entwickelt werden können. Das sind die guten Erfahrungen aus den Pilothochschulen, die gemacht worden sind, die sich in Phasen der Umorientierung ein sehr breites, runde Tische in Eberswalde, in Lüneburg, war es auch ein sehr breit getragener Prozess im Akademischen Senat, die alle gemeinsam dann an einem Strang gezogen haben und versucht haben, diese Nachhaltigkeitsorientierung an ihren Hochschulen zu stärken und damit auch Profil zu entwickeln. Damit auch attraktiv zu werden für Studierende, denn die Studierenden gucken ja zunehmend auch danach, wo sie die beste Ausbildung im Hinblick auf Nachhaltigkeit bekommen, weil sie wissen, dass die zukünftige Arbeitswelt genau das von ihnen verlangt. Und dahingehend auch mit den Studierenden im Dialog zu sein, diese Strategien auch mit den Studierenden, natürlich wie mit allen anderen Statusgruppen auch aus Verwaltung und Mittelbau, Professorinnenschaft und Leitung zusammen zu entwickeln. Und was ist jetzt die Rolle der Hochschulen? Und damit möchte ich zum Ende kommen. Sie ist auch Krisenverursacher und auch Treiber der Nicht-Nachhaltigkeit. Sie ist aber gleichzeitig Wissensproduzent für Problemlösungsverständnisse oder für Problemverständnisse. Die Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, die Corona-Forschung hat es jetzt gezeigt. Sie kann Problemlöser sein. Durch ganz konkrete technologische Innovationen, durch den Beitrag auch der Sozialwissenschaften zu sozialen Innovationen. Sie kann, und das ist die einzige Institution gesamtgesellschaftlich, die unabhängig und kritisch auf gesellschaftliche Entwicklung draufschauen kann und die handlungsentlastete Macht hat, diese Entwicklungen auch tatsächlich immer wieder zu reflektieren und kritisch zu betrachten. Das heißt, sie ist kritische Reflexionsinstanz. Sie ist Ausbildungsort, Bildungsort für Change Agents und sie kann auch selbst ein Reallabor sein, also ein Ort der Veränderung, ein Role Model für die eigene Transformation, von denen sich andere Organisationen etwas abschauen können, in denen andere Organisationen ein Beispiel finden können. Damit auch impulsgebend in die Region durch ganz viele verschiedene Veranstaltungen und Formate, Austauschforen mit anderen Akteuren, für andere Akteure. Und dabei eben am Ende auch eine lernende Organisation, wie diese Nachhaltigkeitsorientierung, diese Nachhaltigkeitstransformation der Organisation gestaltet sein kann. Und ich glaube, damit sind Sie in guter Gesellschaft. Und das war eine Botschaft, die ich gerne mitbringen möchte, wenn Sie sich da auf den Weg begeben als Hochschule, als Universität, ganz dezidiert Nachhaltigkeitsbemühungen in den eigenen Reihen zu stärken, sind sie in guter Gesellschaft. Es wird die wissenschaftspolitische Anforderung immer stärker, gleichzeitig die Unterstützung natürlich auch immer stärker dahingehend. Und das, was die Klima- und Nachhaltigkeitsforschung uns dahingehend sagt, und das ist jetzt nur ein Snapshot aus einem führenden Klima- und Nachhaltigkeitsinstitut, heute Morgen ein Artikel, ist tatsächlich, dass wir einen Wandel brauchen, der ganzen Art und Weise, wie wir Wissenschaft denken und praktizieren und der ganzen Art und Weise, wie wir Wissen in die Gesellschaft, mit der Gesellschaft voranbringen. Und dieser Wandel des Wissenschaftssystems, darüber freue ich mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, wie der ganz konkret hier in Trier gestaltet sein kann. Herzlichen Dank.
vielen Dank, Frau Dr. Mandy Singer-Brodowski, für diesen sehr informativen und sehr engagierten Vortrag. Und ich hoffe, dass wir am Ende vielleicht auch über diese Strategie und auf dieses auf dem Weg machen diskutieren können. Als nächstes freue ich mich ganz besonders, die beiden Eingangsstatements unserer Präsidien zu hören. Und als erstes möchte ich Frau Professor Schumann bitten zu kommen, die auch Vizepräsidentin ist des HRK, Betriebswirtschaft studiert hat, Professorin für Logistik in Fulda war, dann Vizepräsidentin in Jordanien und nun seit 2 Jahren Präsidentin in Trier und auch noch Vizepräsidentin des HRK ist. Frau Professor Schumann, Sie haben das Wort und das Podium. Bitte schön. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Professor Menke, erstmal auch stellvertretend gemeinsam mit Herrn Professor Bucher für die ganze Organisation hier der Veranstaltung. Ein herzliches Willkommen an meinen Kollegen Präsident Professor Jeckel, Kooperationspartner Herr Wagner, der nachher ja auch schon mit eingebunden sein wird. Ich werde jetzt nicht alle einzeln begrüßen, aber an Sie mein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle. Ich werde an ganz vielen, was Sie, Frau Dr. Singer-Brodowski, eben angesprochen haben, sicherlich gut anknüpfen können und freue mich schon auf die Diskussionsrunde nachher. Und ich denke, dass gerade heute die Veranstaltung stattfindet, wo in Glasgow immer noch beraten wird, das ist sehr passend vom zeitlichen Aspekt her. Und die Zeit drängt ja auch, was wir gerade in den Nachrichten und Dokumentationen sehr gut beobachten können. Ich werde aber weniger in meinen Worten über ein 1,5 oder 2 Grad Ziel sprechen, sondern vielmehr über die Verantwortung von uns als Hochschulen und auch diese Frage mitnehmen, sind wir Nothelferin oder möglicherweise mehr und auch ein paar Antworten dazu geben. Ich werde aber dazu nicht alleinig als Präsidentin sprechen, sondern auch mit meinem Weg als Wissenschaftlerin ein paar Eindrücke mitgeben und auch ein paar persönliche, damit es nicht zu präsidial wirkt, die Worte, die ich jetzt hier an Sie richte. Und möglicherweise kann ich aus meinem eigenen wissenschaftlichen Hintergrund auch da einiges mitbringen. Zunächst einmal kann ich sagen, dass ich beeindruckt bin von dem, was Schülerinnen und Schüler, Studierende als Fridays for Future heutzutage mit auf den Weg bringen. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Jugend an Demonstrationen, die gerade liefen zu Startbahn West, aber irgendwann veräppte diese Art der Demonstration für eine ganze Weile und im Moment drängt die Zeit. Das heißt, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen diese Generation stärken, um eben auch insgesamt die Forderungen an Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter auch verbreiten zu können. Dazu dient sicherlich auch heute unsere Veranstaltung. Es geht im Grunde um unser Überleben und darum, unser Leben auch weiterhin lebenswert zu lassen in der Zukunft. Ich denke, wir sind Vorbild. Als Präsident, als Präsidentin, als Professorin, als Professor, und so haben wir ja nachher auch unsere Podiumsrunde, in der ganz viele von Ihnen vertreten sein werden, und dass wir Promovierende von beiden Hochschulen auch vertreten haben, ist sicherlich auch gut, um die jüngere Generation auch direkt mit anzuhören, und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, unsere Kooperation zwischen Hochschule und Universität hier am Standort nochmal zu stärken. Aber lassen Sie mich als Wissenschaftlerin sprechen. Ich sage Ihnen mal ein paar Worte zu meinem Hintergrund. Ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin, ja. Ich bin Logistikerin und Supply Chain Managerin und ich habe mich in meiner Forschung auf die humanitäre Logistik konzentriert. Und die humanitäre Logistik hat mich durch die Welt gebracht, in der ich eben vor Ort nicht nur wie in den vergangenen Jahren Dürre in Deutschland oder eben Starkregen im Ahrtal beobachtet habe, sondern auch an anderen Orten wie Klimawandel direkt vor Ort fühlbar ist und wie sehr es der Wissenschaft bedarf, um darauf zu reagieren. Es war das Jahr 2004, 2005. Da gab es einen Tsunami in Asien und relativ dicht gefolgt ein Hurricane Katrina in den USA und ein Erdbeben in Pakistan. Das war so geballt. Ich war Logistikerin, ich hörte in Dokumentationen, es mangelt an Logistik. Ich bin dann mit Organisationen der Hilfsorganisationen in Verbindung getreten und habe erfahren, es mangelt tatsächlich an der Logistik und habe mich als Logistikprofessorin auf den Weg gemacht, dieses Feld zu erforschen. Ich habe ein Buch geschrieben zum internationalen Katastrophenmanagement. Dazu kann ich auch gleich noch mal was zu der Einordnung Nothilfe oder auch weiteren Bereichen sagen. Ich habe an einem Arbeitskreis zur humanitären Logistik mitgewirkt, konnte somit auch meine Kontakte in die Welt erweitern und habe erfahren eben, ja, dass die Nothilfe weit hinausgeht. Und ich habe einfach mal eine einzige Veröffentlichung von mir mitgebracht. Das ist der Weltrisikobericht aus dem Jahr 2013.
Und wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir in einem Kreislauf aus Katastrophenvorsorge und Katastrophenbewältigung ist die Nothilfe, die sofortige Hilfe, nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Das ist das, was im Ahrtal jetzt direkt nach der Katastrophe erfolgt ist. Die Wissenschaft ist sehr viel mehr. Analysieren, evaluieren, unsere Methoden einsetzen, Lösungen suchen, die Lösungen austesten, die Lösungen zum Einsatz bringen. Deswegen, die Nothilfe ist hier, aber wir können mehr. Und darüber müssen wir eben auch in der Lehre und in der Forschung sprechen. Es gibt eine Emergency Database in Belgien, die jährlich alle Katastrophen erfasst, über Jahrzehnte hinweg, natürlich und auch technisch. Und mir ist dann nach einiger Zeit bewusst geworden, Katastrophen sind viele tatsächlich menschengemacht. Ich nenne als Beispiel mal Dürre gefolgt von Hungersnöten oder auch Flüchtlingsströmen, von denen es mittlerweile zahlreiche gibt, die auch in Statistiken dokumentiert sind mit ihrem Verlauf im Zeitablauf. Klimabedingte Wetterveränderungen führen zu Wasserknappheit, Nahrungsmittelknappheit, Hunger gefolgt von weiteren eben auch Folgen aus diesen Entwicklungen. Ich habe als Forscherin selbst in der humanitären Logistik, ich sagte ja, mich führte mein Leben als Wissenschaftlerin, bevor ich dann zu der Aufgabe als Präsidentin komme, durch einige Länder. Ich berichte zunächst einmal von Kamerun und Tansania. Dort habe ich in Douala und Dar es Salaam als Logistikerin die Seehäfen analysiert, um zu erkennen, wo lassen sich vor Ort Verbesserungsmaßnahmen realisieren. Denn fast alle afrikanischen Länder, auch die im Hinterland, sind von diesen Seehäfen abhängig in der Versorgung. Und es gibt dort Staus vor den Seehäfen. Und dort konnten wir einige Verbesserungen auch dadurch erzielen, dass wir die Seehäfen von Dar es Salaam und Douala miteinander verglichen haben. Denn es bringt nichts, einen Hafen in Douala mit dem im Hamburg oder Bremer Hafen zu vergleichen. Die sind nicht vergleichbar. Solche Ansätze zu finden im Austausch der internationalen Zusammenarbeit, auch zwischen den Hochschulen in Deutschland und den Hochschulen im Ausland. Eine Promotion wird dazu gerade noch verfasst. Es hat mich nach im Grunde erstmal akuten Katastrophen, wie Sie schon merken, nach Subsahara-Afrika gebracht. Subsahara-Afrika ist geprägt von Flüchtlingsströmen und im Grunde hat mich das Thema Flüchtlingsströme dann auch in die jordanische Welt, in die arabische Welt gebracht, wo ich 3 Jahre meines Lebens, Sie hatten es eben schon gesagt, an der Deutsch-Jordanischen Universität gelehrt habe, geforscht war, Mitglied im Präsidium war. Und dieses Land zählt zu den 5 wasserärmsten Ländern der Erde, je nach Statistik, die man sich gerade anschaut, aber kontinuierlich die Top 5 wasserärmsten Länder. Dort herrscht akuter Wassermangel jetzt schon, denn der Jordan ist schon versiegt. Und ich möchte mal so aus meiner persönlichen Erfahrung auch, was wird dort betrieben, um dem Wassermangel zu begegnen, ist die Not, und da sind wir im Moment wieder bei der Nothelferin, weil nichts anderes mehr übrig bleibt, so weit, dass eine Wasserverbindung gebaut wird zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer, weil sonst die Wasserversorgung im Landesinneren nicht mehr gewährleistet werden kann, die über 200 Kilometer lang sein soll. Erstmal recht unvorstellbar. Ein weiteres Beispiel, dass Wolken mit Ionen beschossen werden, um abzuregnen über dem Land. Welche Folgen das für Wetter und Klima langfristig hat, ist heute noch gar nicht absehbar. Das sind sicherlich Technologien, von denen noch gar nicht so viele in Deutschland auf breiter Basis gehört haben. Mich hat nach Jordanien gebracht, unter anderem, dass 1 Million syrische Flüchtlinge in das Nachbarland Jordanien gekommen sind. Und wenn man mal in die Analyse geht, wie ist diese Not, wie ist die Krise entstanden in Syrien, dann hat man im Nachhinein festgestellt, dass dem auch vorausgegangen ist eine Zeit der Dürre und des Wassermangels und dass das der Wegbereiter war im Grunde für die Konflikte, für den Terror und heute den Krieg, der ja über viele Jahre Bestand hatte. Jordanien als eines der wasserärmsten Länder hat mit 10 Millionen Einwohnern die 1 Million Flüchtlinge aufgenommen und dort eben auch mit dem Wasser versorgt. Und auch dort braucht es humanitäre Logistik, um die ganzen Menschen mit Nahrungsmitteln, mit medizinischen Produkten und anderem zu versorgen. Ich spreche mal ein bisschen aus meiner eigenen Vergangenheit, denn über erneuerbare Energien kann ich vom Fach her nichts sagen, aber ich denke, das ist ein Thema, wo die humanitäre Logistik im Grunde so ein Beispiel ist, bei dem ich auch für die Anregung nachher im Podium nicht nur als Präsidentin, sondern womöglich auch als Wissenschaftlerin einiges sagen kann. Wir werden, so haben Sie es eben auch schon angedeutet, nicht dabei bleiben, nur zu forschen. Nein, wir werden das, was wir erforschen, auch in die Lehre, ins Lernen und Lehren mit einbringen, Promotionen betreuen, Transfer betreiben mit unseren Partnern
in der Wissenschaft, aber eben auch in der Praxis. Ich denke, als Hochschule für angewandte Wissenschaften, und da spreche ich jetzt mal mehr als Präsidentin der Hochschule als als Wissenschaftlerin, sind wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften sehr gut ausgerüstet dafür, diesen Bezug auch mit Blick auf die Klimakrise herzustellen zwischen dem, was die Wissenschaft ausmacht, und die Praxis. Wir sind eine MINT-orientierte Hochschule. Unsere Forschungsschwerpunkte sind intelligente Technologien für nachhaltige Entwicklung, angewandtes Stoffstrommanagement, Life Sciences, und damit sind wir im Grunde durch diese Forschungsschwerpunkte ja auch hervorragend vorbereitet, Nachhaltigkeitsthemen zu bearbeiten. Wir haben auch den gerade neu gewählten Vizepräsidenten der Hochschule, Professor Theesen, bei uns und nachher eben auch noch auf dem Podium Professor Helling, die eben auch aus der Hochschule heraus über diese Forschungsthemen, den Anwendungsbezug und den Transfer noch einiges berichten können, ebenso wie die anderen Mitglieder nachher auf dem Podium. Wir sind als Hochschule mit dem Umweltcampus der grünste Campus deutschlandweit. Wahrscheinlich ein weiteres Beispiel, das man ganz gut mitnehmen kann, wenn man zu Vorträgen zur Nachhaltigkeit unterwegs ist, denn dort wird Klimaneutralität ja seit langer Zeit schon tatsächlich realisiert. Und grünster Campus deutschlandweit geht eben auch auf ein internationales Ranking zurück, das wir jetzt mehrfach in Folge tatsächlich deutschlandweit mit dem Umweltcampus für Deutschland gewonnen haben. Weltweit sind wir dort ja auf der Nummer 6 vertreten. Das ist kein Zufall, dass das so ist. Nein, das ist Strategie des Umweltcampus seit 25 Jahren, sonst wäre der Umweltcampus heute nicht so weit. Und damit ist das auch nicht abgeschlossen, sondern es muss ja weitergehen mit erneuerbaren Energien. Wie bekommt man Wasserstoffspeicherung unter? Wie bindet man den Nationalpark in der Nachbarschaft mit ein? Wir müssen also dranbleiben an diesen Themen und werden sicherlich nachher auf dem Podium noch mehr dazu hören. Wenn ich mal ins Land Rheinland-Pfalz blicke, dann hat uns das Hochschulgesetz die Aufgaben als Hochschulen im Bereich Nachhaltigkeit auch noch mal deutlich gestärkt. Es heißt nämlich nun in § 2 Absatz 7 Hochschulgesetz: Die Hochschulen bekennen sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung. Und ich denke, da ist auch der Einfluss des Umweltcampus oder auch des Netzwerks Rhein-West an dieser Stelle nicht ganz unschuldig daran, dass hier diese Forderungen auch in das Hochschulgesetz Einfluss gefunden haben. Und das stärkt uns sicherlich auch den Rücken, wenn wir Lehre und Forschung in diesen Bereichen weiter voranbringen. Nachhaltigkeit ist auch im Koalitionsvertrag des Landes verankert mit einem ganzen Kapitel, das sich im Grunde Klima- und Umweltthemen widmet. Wir haben ja eine Ampelregierung in Rheinland-Pfalz, da im Moment die Koalitionsverhandlungen im Bund laufen, gehe ich davon aus, da ja auch unsere Klimaministerin dort aktiv mitwirkt, dass wir ähnliche Sätze wahrscheinlich auch im Bund in Kürze lesen werden. Die Hochschulrektorenkonferenz, ja, Sie haben es eben gesagt, wirkt an Nachhaltigkeitsthemen verstärkt mit. Das ist dem Präsidenten ein großes Anliegen. Ich selbst bin ja Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und es wird jetzt bei der Mitgliederversammlung im November erstmalig auch ein Vizepräsidentenposten zum Thema Nachhaltigkeit vergeben. So wichtig ist das tatsächlich auch den Hochschulen jetzt und der Hochschulrektorenkonferenz, das Thema dort zu verankern. Ich wollte aber heute bewusst nicht aus der Hochschulrektorenkonferenz zu viel berichten, weil wir ja über Trier, über Hochschule, Uni und unsere Möglichkeiten hier direkt vor Ort auch sprechen können. Als konkretes Beispiel für die Nothilfe hier im Land kann man sicherlich den Starkregen im Ahrtal mit betrachten. Und auch dort möchte ich nochmal sagen, diese schnelle Hilfe, die wir ja auch teilweise mit unseren Professorinnen und Professoren erbracht haben, das hört dort nicht auf. Herr Jeckel, wir wurden ja gerade durchs Ministerium angesprochen, von unserem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit zu benennen, welche Hochschulen im Land Interesse daran haben, langfristig an einer Art Organisationsstruktur wie Kompetenzzentrum oder wie immer es auch am Ende heißen wird, mitzuwirken. Und da können wir uns ganz aktiv einbringen als Hochschulen, nicht nur für dieses eine Beispiel, sondern für ganz viele Beispiele, damit in Zukunft im Grunde wir das auch vermeiden können und nicht nur als Nothelferin aktiv werden müssen. In unseren strategischen Papieren der Hochschule haben wir Nachhaltigkeit in den Forschungsschwerpunkten verankert, im Profil, im Leitbild, im Hochschulentwicklungsplan, in der Zielvereinbarung mit dem Land. Und ich kann Ihnen sagen, als Hochschule für angewandte Wissenschaften, und so ist es sicherlich auch bei der Universität, das steht nicht nur auf Papier, sondern was wir dort niederschreiben, das setzen wir auch um. Und es gibt so viele Beispiele, bei denen wir tatsächlich auch in die Umsetzung gehen. Und nun kommt mein großes Aber am Ende. In unserer Aufgabenwahrnehmung zur nachhaltigen Entwicklung, zu der wir uns ja bekennen, stehen wir noch
lange nicht am Ende. Es gibt noch so viel zu tun in unserer Vorbildfunktion, nachhaltiges Bauen, Energieversorgung, Verkehr. Ich will einfach mal so ein paar Schlagworte nennen, die sicherlich nachher auch in der Diskussion fallen werden. Aber Sie sehen, auch wenn ich hier jetzt ein paar positive Beispiele mal herausgeblickt habe oder gepickt habe aus der Strategie, es ist eine ganze Menge noch für uns zu tun. Wir werden uns aus diesem Grund, weil auch im Grunde es an Zeit mangelt und auch an Ressourcen mangelt, das Thema in den Transfer zu bringen, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, weiter in die Wissenschaft zu tragen, werden wir in unserem Antrag innovative Hochschule, so viel darf ich schon verraten, wir arbeiten ja gerade daran, das Thema Nachhaltigkeit und SDGs ganz groß schreiben, um genau diese Mittel einzusetzen, die bislang noch fehlen, die Forschungsprojekte auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen und nicht dafür zu sorgen, dass Forschungsergebnisse irgendwann nicht umgesetzt werden, weil das Geld dazu fehlt. Und da gibt es ja zahlreiche Beispiele kooperativer Kooperationen in der Forschung und auch in Promotions- und Forschungskollegs, in denen wir genau das gemeinsam betreiben. Häufig sind wir abhängig von anderen Institutionen, so beim Verkehr, Nah- und Fernverkehr, ein ganz schwieriges Thema hier vor Ort. Was können wir so lange machen, solange kein ICE nach Trier fährt? Wir können uns ganz viel Arbeit, wenn wir nach Berlin reisen, mit in den Zug nehmen, gut vorbereitet sein, dort ordentlich zu arbeiten und uns eben dazu zu bekennen, über 1000 Kilometer hinaus oder im Inland nicht zu fliegen. Ich denke, das gehört mit unserer Vorbildfunktion tatsächlich dazu, wie vieles andere. Bei jedem Konferenz, bei jedem Gremium können wir uns fragen, sind auch digitale Lösungen umsetzbar? Wie sieht es mit vegetarischen Angeboten, Müllvermeidung aus? Können wir bei unseren Gebäuden etwas entwickeln, bei den E-Autos, bei Wasserstoffmöglichkeiten, eben, die sich weiterentwickeln? Auch da, denke ich, gibt es eine ganze Menge noch zu tun. Immer wissend, wir sind Vorbild für Studierende, Promovierende, bis hin in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und damit danke ich Ihnen mit meiner Reise durch meine Zeit als Wissenschaftlerin und Präsidentin für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nachher auf eine ganz spannende Diskussion. Und bevor die aber beginnt, bitte ich meinen Kollegen Präsidenten Professor Jeckel jetzt auf die Bühne, um sein Eingangsstatement für die Universität auch an uns zu richten. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Professor Menke, lieber Hans-Jürgen Bucher, sehr geehrte Frau Kollegin Schumann, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn jemand vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dann ist in klimapolitischer Hinsicht alles in Ordnung, denn die Bäume sind noch da und können CO2 speichern. Mit dieser Botschaft begann heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der ersten Seite und betitelte das Ganze mit einem Bild, das mehrere Fußballflächen zeigte. Der Bezug war eindeutig. Das war die gestrige Aussage von Herrn Bolsonaro, was die Abholzpraktiken in Brasilien angeht. Also die erste Seite dieser Zeitung war schon einmal diesem Thema gewidmet. Die erste Seite des Feuilletons ebenso. Unter der Überschrift »Mein Maserati fährt 310« diskutierte Edo Rehns die Notwendigkeit einer Einführung eines Tempolimits, verbunden mit der Frage, wie lange der ADAC in Deutschland noch benötige, bis er aus einem 50-50-Verhältnis seiner Mitglieder, was dieses Thema angeht, einen, wie sagten Sie so schön, Tipping Point in Richtung weitergehender Regulierungen angeht und auch aus eigener Kraft unterstützt. Auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils erfahren wir wieder einmal, dass die Zahl der Personen, die den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland nutzen, aufgrund wachsender oder gestiegener Preise weiter rückläufig ist. Und schließlich auf der ersten Seite von Natur und Wissenschaft ist der Beitrag der Frage gewidmet, wie die künstliche Intelligenz den Klimawandel und die daraus erzielbaren Energien noch steigern kann. Und selbst die Finanzenseite, die auf der ersten Seite das Thema leider nicht platziert hat,
weist aber immerhin ein Interview mit Fridays for Future, einer Fondsgesellschaft und einem Finanzprofessor, die sich über die Rolle der Finanzwelt in der Frage der Veränderung unseres Denkens über unsere Zukunft ausgetauscht haben. Also das Thema ist an vielen, vielen Stellen präsent, an der Hochschule Trier, wie wir gerade gehört haben, an der Universität Trier auch, worauf ich gleich kurz zu sprechen komme, aber in historischer Hinsicht ein Thema, über das man schon sehr, sehr früh nachgedacht hat. Ich habe nur als Beispiel hier das Buch von Ulrich Gruber mal mitgebracht, Die Entdeckung der Nachhaltigkeit, Kulturgeschichte eines Begriffs. Das geht so weit zurück, dass man die Ausführungen von Augustinus über die Bedeutung der Hand Gottes, also ich meine damit jetzt nicht Maradona, sondern die Hand Gottes, die in Augustinus' Gottesstaat eine Rolle gespielt hat, schon als einen frühen Hinweis auf Nachhaltigkeit interpretiert hat. Bei Leibniz, Sie haben die Leibniz-Gemeinschaft erwähnt, ist es die berühmte Formel, die beste aller möglichen Welten, an der man auch schon vor dem Zeitalter der Aufklärung gearbeitet hat. Im Zeitalter der Aufklärung selbst sind es viele gewesen, die den Gedanken formuliert haben. Manche gehen gar so weit und sagen, dass die Idee der Invisible Hand bei Adam Smith im weiteren Sinne etwas über den komplexen Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und anderen Institutionen vermittelt. Oder, Sie haben die Humboldt-Gesellschaft, Gemeinschaft ja auch erwähnt, der Lehrer von Alexander von Humboldt, der auch das Wörterbuch der deutschen Sprache herausgegeben hat, in dem man auch schon den Begriff Nachhalt findet und wird dort so definiert, dass Nachhalt als das bezeichnet wird, woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält. Das Buch ist voll der Beispiele, die uns darauf hinweisen, dass es so etwas wie, Mia Farrow hat es mal die Resilienz der Seele genannt, die es eigentlich in jedem Menschen gibt und die eine enge Verbindung des Menschen zu seiner Natur, auch wenn er gelegentlich und häufig gegen dieses Grundprinzip arbeitet, zu geben scheint. Vor wenigen Jahren hat der Historiker Christopher Clark ein sehr interessantes Buch veröffentlicht, das den Titel Zeit und Macht trägt. Und in diesem Buch erinnert er noch einmal daran, dass man seit geraumer Zeit beobachten kann, dass den Gesellschaften das Gefühl und die Vorstellung ihrer eigenen Zukunft verloren geht. Das kann man zurückverfolgen auf das Jahr 1972, als der berühmte Report des Club of Rome unter Federführung von Meadows veröffentlicht wurde. Schon damals hatten wir übrigens eine Situation, da gab es überhaupt keinen politischen Push, der jetzt sagt, ihr müsst mehr in Nachhaltigkeit machen. Der jüngste Nobelpreisträger für das Thema Klimawandel hat auch nicht darauf gewartet, dass man ihn auf dieses Thema hinstößt und sagt, du musst jetzt mehr in diese Richtung forschen. Vielleicht war das ein Teil der Kritik von Herrn Strohschneider, als er sich im Jahr 2014 zu diesem Thema geäußert hat. Aber viel entscheidender ist, dass man keine klare Vorstellung von Zukunft mehr hat. Also dass Arbeiten an der Zeit nur noch ein Kurieren von Symptomen darstellt, aber nicht mehr eine klare Vorstellung von, also so wie wir es früher von den Geschichtsphilosophien kannten, der einen Epoche folgt die nächste Epoche und dann kommt die nächste Epoche und wir entwickeln uns immer weiter. Also diese Formel vom Ende der Geschichte wird hier im Grunde genommen noch einmal auf den Punkt gebracht und die Behauptung endet darin, dass man sagt, auch den Generationen habe das Verständnis für diese Art von Zukunftsgestaltung sei ihnen verloren gegangen und an diesem Thema müsse man arbeiten. Seit der Corona-Pandemie, würde ich sagen, vermerkt man aber zunehmend, dass es auch so eine Art von Renaissance dieses Generationengedankens gibt und dass es viele Anzeichen dafür gibt, dass diese Art der Zusammenarbeit auch in Zukunft wieder wesentlich besser funktionieren könnte, als es in diesen und vielen anderen Diagnosen beschrieben worden ist. Und wenn ich von diesem Hintergrund auf das schaue, was wir gegenwärtig an der Universität Trier oder auch hier in Trier gemeinsam schon auf den Weg gebracht haben, dann sind das aus meiner Sicht natürlich viele Dinge, die man aufzählen kann, aber es fallen einem auch immer viele Dinge ein, die man noch tun könnte. In dem Hochschulentwicklungsplan, den die Universität Trier in den nächsten Wochen verabschieden wird, spielt das Thema zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle. Auch das Thema
Fairtrade-Universität, was ein sehr grundlegender Gedanke, der seit vielen Jahren praktiziert wird. Wir waren die erste in Rheinland-Pfalz. Trotzdem müssen wir sagen, ohne ein Studierendenwerk wäre es mit diesem Fairtrade an einer Universität nicht viel bestellt, denn wir sind ja kein gastronomischer Betrieb, sondern sind darauf angewiesen, dass uns in dieser Hinsicht ein Geschäftsführer oder eine Organisation beisteht oder auch vorlebt, wie es gehen kann, damit wir solche Wettbewerbe überhaupt antreten können oder eine Chance auf Auszeichnung erhalten. Wir können uns auch als grüner Campus bezeichnen. Das liegt daran, dass man damals die Entscheidung getroffen hat, die Universität nicht mitten in die Stadt zu platzieren, sondern auf die grüne Wiese. Und aus dieser Verpflichtung sind natürlich auch viele nachhaltige Herausforderungen entstanden, die unser Gebäudemanagement betreffen, die aber auch die Frage betreffen, wie wir in Zukunft hier in Trier die Mobilität gestalten. Wenn ich Frau Schumann an einem normalen Werktag außerhalb der Kernzeiten besuchen möchte, dann muss ich mittlerweile, Herr Menke, bis zu 45 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde einkalkulieren, um von der Taforsterhöhe auf den Schneidershof zu kommen. Deshalb ist vor einiger Zeit auch der Gedanke des Seilbahnprojekts wiederbelebt worden. Ich war erstaunt, dass Sie das jetzt nicht thematisiert haben, denn es kommt ja eigentlich aus dem Kern Ihrer Hochschule. Aber für uns war diese Idee der Seilbahn immer ein attraktives Angebot, wenngleich wir wissen, dass die Realisierung dieses Vorhabens noch wahrscheinlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Denn die neuesten Planungen gehen dahin, dass man die Menschen quasi schon an der Autobahn abholt und sie dann über dieses System in die Stadt und über die Stadt hinaus auch wieder auf die andere Taforsterhöhe oder auf die Höhe des Hunsrücks bringt. Also es gibt viele sehr, sehr ambitionierte Ziele und es gibt auch sehr, sehr ambitionierte Ziele innerhalb der Studierendenschaft selbst. Also das Ökoreferat des AStA beispielsweise, die können Sie gerne mal ansprechen, ob die noch in Ihr Netzwerk mit rein wollen. Die sind schon seit vielen Jahren von Streuobstwiesenprojekten angefangen bis zu nachhaltigen Formen des Konsumierens auf unserem Campus und über den Campus hinaus auf einem guten Weg. Das Weinbergprojekt der Universität stand lange Zeit unter dem Stichwort Önologie, jetzt ist nicht mehr ganz so stark unter diesem Fokus, aber es gibt eine Unzahl an Aktivitäten, die darauf hinweist, dass uns dieses Thema, ob es nun in einem Hochschulgesetz steht oder nicht steht, schon seit langem eigentlich sehr, sehr nahe ist. Und das wird in diesem Hochschulentwicklungsplan, den ich eben erwähnt habe, sicherlich auch eine Rolle spielen. Auch bei der Frage, mit welchem Auto ein Universitätspräsident oder eine Präsidentin zukünftig durch die Gegend fahren sollte, gibt es anhaltende Kontroversen. Und ich kann mir auch durchaus den Verzicht auf so etwas vorstellen. Aber es gibt häufig auch Strukturen, die durch die Corona-Pandemie jetzt ein wenig verändert worden sind, die einen einfach dazu zwingen, bestimmte Dinge noch zu tun, obwohl man das aus eigenem Antrieb nicht mehr unbedingt tun möchte. Das ist zu diesem Thema Mobilität und Fuhrpark. Und da brauchen wir natürlich hier in Trier eine Gemeinschaftslösung. Das muss mit Stadt. Und also wenn die Universität jetzt ein E-Bike-System für den Verkehr zwischen Campus 1 und Campus 2 installiert, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Aber für die Studierenden, die aus der Stadt zunächst einmal auf die Höhe kommen müssen, wären ganz andere Konzepte wichtiger. Und da ist sicherlich auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben natürlich einen Globalhaushalt und könnten viele Entscheidungen treffen. Aber mein Kollege Krausch von der Universität Mainz hat mal schön gesagt, wenn ich mich nur auf die klassischen kameralistisch bekannten Haushaltskapitel konzentrieren würde, dann müsste ich im April eines jeden Jahres das Licht an der Universität Mainz ausmachen. Und nicht viel anders würde es aussehen, wenn wir den Sachhaushalt unserer Universität so belassen, wie er ist. Der wird nämlich seit 10 Jahren nur noch überrollt. Dann müssten wir vielleicht im Mai oder im Juni vor der Mensa, lieber Herr Kollege Wagner, Taschenlampen verteilen oder was auch immer. Also man hat Spielräume, aber es gibt eben auch Grenzen, die einem diese Spielräume nur in bedingter Weise erlauben, auch wirklich auszuschöpfen. Und das andere, und dafür steht die Universität im Kern ja, ist die Rolle der Disziplinen, die dort jeweils vertreten sind. Einen Umweltcampus wie in Birkenfeld gibt es an der Universität Trier nicht. Sie ist damals als geisteswissenschaftliche Universität gegründet worden und hat damit auch einen spezifischen Auftrag. Aber trotzdem, ich sehe heute hier auch im Auditorium viele Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Thema schon seit langem arbeiten, gibt es einige Disziplinen, die wir trotz dieser Schwerpunktsetzung auch in diese Thematik der Nachhaltigkeit der Wissenschaft einbringen können. Das
ist natürlich im Kern an unserer Universität der Bereich der Raum- und Umweltwissenschaften, der normalerweise heute natürlich auch durch Antje Bruns prominent vertreten gewesen wäre, aber es sind heute auch viele Kolleginnen und Kollegen da. Das beginnt bei dem Thema der Biodiversität, das setzt sich fort bei der Klimawandelforschung, die Expedition im vergangenen Jahr mit dem Polarkreis, also das Schiff, das sich hat einfrieren lassen, hatte auch zu Gast einen Trierer Wissenschaftler, der dort seine Untersuchungen durchführen konnte. Das betrifft die Hydrologie, das betrifft die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark. Wir sind die führende Einrichtung in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus, die sich der Kartierung des gesamten Waldbestandes und der Qualitätsbeschreibung verschrieben hat. Und viele, viele Beispiele mehr, die in diese Richtung gehen. Eigentlich alle 26 Professuren in diesem Fachbereich 6 haben mehr oder weniger Bezug zu diesem Thema. Und diesen Bezug hatten sie auch schon, bevor die Debatte darüber entstanden ist, ob man diese Zielsetzungen in einem stärkeren Maß, ich will nicht sagen verpflichtend, aber noch deutlicher in die Policy einer Universität oder die Policy eines Landes oder in die Policy irgendeiner anderen Institution einzubinden versucht. Hinzu kommt aber auch, deswegen ist auch heute meine Kollegin Peters hier zu Gast, dass Disziplinen, die diesen Prozess, sei es aus rechtswissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Perspektive begleiten, an unserer Universität eine große Rolle spielen. Wir hatten bis vor wenigen Jahren ein Institut für Umwelt- und Technikrecht, das umgewandelt wurde in ein Institut, das sich nun stärker den Fragen der Digitalisierung widmen wird. Das Umweltrecht wird neu aufgebaut. Daneben gibt es Experten für das Wasserwirtschaftsrecht, eine sehr zentrale Frage, die Frau Schumann eben am Beispiel von besonders bedrohten Zonen in Afrika illustriert hat. Und darüber hinaus gibt es im Bereich der Politikwissenschaft zumindest in einigen Bereichen auch Ansätze, wo es um die Frage geht, wie man eben in Zukunft diesen Prozess gestalten soll. Wir hatten vergangene Woche Wolfgang Merkel zu Gast, der einen Vortrag über die Frage, welche Rolle hat die Wissenschaft in Zukunft als nicht nur Beratende, sondern als Garant einer der Wahrheit möglichst naheliegenden Information. Und auch hier wird in der Politikwissenschaft vermehrt darüber diskutiert, ob das eine neue Form der Technokratie sein könnte, die sich hier zu entwickeln beginnt, wenn man der Wissenschaft eine größere Bedeutung für die Steuerung von Gesellschaften zuschreibt, als den politischen Institutionen, die dafür eigentlich geschaffen worden sind. Auch das wird sicherlich in Zukunft eine Frage sein, mit der wir uns vermehrt beschäftigen werden. Aber ich will da gar nicht einen großen Konflikt aufbauen, sondern kann aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass sich diese Frage häufig gar nicht gestellt hat, wenn bestimmte Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sich selbst die Frage gestellt haben, was möchte ich denn eigentlich in der Forschung tun? Natürlich kann man das über politische Innovationen steuern, indem man nur noch bestimmte Programme ausschreibt und andere nicht und damit die Aufmerksamkeit der Wissenschaft in eine bestimmte Richtung lenkt. Aber neben der Nachhaltigkeit von Forschung und Lehre sorgt aus meiner Sicht auch die Freiheit von Forschung und Lehre weiterhin dafür, dass man sich im Hinblick auf die Frage, wird es jemand geben, der sich diesen Themen widmet, eigentlich keine Sorgen machen muss. In diesem Sinne schließe ich mein Eingangsstatement und freue mich ebenso wie alle anderen schon erwähnten Personen auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Jeckel und Frau Professor Schumann, für Ihr sehr interessantes Eingangsstatement, was alles schon in Trier passiert. Ich bin sicher, wir werden gleich eine lebhafte Diskussion haben, wie der Sachstand ist und was man vielleicht noch alles machen kann. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem aus unserer Sicht wichtigsten Punkt der Diskussion, der Podiumsdiskussion. Und dazu möchte ich ganz herzlich Herrn Zender begrüßen vom SWR, seines Zeichens Fernsehreporter, hat mal auch in Trier Politikwissenschaften und Deutsch, war dann beim Trierer Volksfreund, beim Radio und ist als Fernsehreporter sehr aktiv und in Trier sehr verankert
Und der guckt jetzt auch von der Gesellschaft heraus, aus der Trierer Gesellschaft so ein bisschen auf die Hochschulen und die Unis und wird sie auch hoffentlich ins Kreuzverhör nehmen, damit wir ein produktives Ergebnis von 90 Minuten Podiumsdiskussion haben. Damit ganz herzlich, Herr Sender, es ist Ihr Feld. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Menke. Eine kurze Korrektur. Ich bin zwar sehr in Trier verankert, aber studiert habe ich tatsächlich nicht in Trier, sondern in Mainz und bin dann auch sehr viel Zug gefahren und weiß deswegen auch leidvoll, wie die Verkehrsanbindung nach Trier ist. Wir sind ein bisschen, wie das immer bei solchen Veranstaltungen ist, hinter der Zeit. Ich versuche das jetzt ein wenig einzuholen, indem ich schnell mache. Und wir versuchen in anderthalb Stunden diese Podiumsdiskussion auch beendet zu haben. Ich denke, das wird auch gelingen. Ich habe die einige Fragen vorab schon bekommen und die auch ein wenig strukturiert. Als Fernsehreporter bin ich es gewohnt, auf die Sekunde genau fertig zu werden. Das werde ich heute nicht schaffen. Es ist auch nicht so dringend notwendig, aber ich werde ein bisschen drauf achten. Ganz kurz vielleicht auch noch von meiner Seite aus. Ich war als Fernsehreporter natürlich auch unterwegs gewesen in den Flutgebieten. Nicht nur im Ahrtal ist es dramatisch, sondern ich war auch letzte Woche noch in der Südeifel gewesen, Rittersdorf, Wachsweiler. Das ist wirklich, wenn man sich das anschaut, unglaublich, was diese Wassermassen da angerichtet haben und anrichten können. Da sind auch Häuser, die abbruchreif sind, zum Teil zusammengebrochen sind, nicht in dieser Fülle, wie es im Ahrtal ist, nicht so, dass ganze Straßenzüge weggebrochen sind, aber die sind da auch, in jedem Ort gibt es das. Ich war in Erang in einem Krankenhaus gewesen, ein tonnenschweres MRT, das anderthalb Meter einfach verrückt worden ist, Stahltüren, die eingedrückt worden sind von den Wassermassen, es ist wirklich dramatisch. Und die Kollegen, die im Ahrtal viel gedreht haben, haben mir alle gesagt, das ist ja so im Fernsehen, oft, dass die Sachen sehr fokussiert sind. Also es sind drei Häuser, die werden dann natürlich gezeigt, die fünf Häuser daneben werden nicht gezeigt, weil da nichts zu sehen ist. Aber die sagen, es ist so dramatisch im Ahrtal, dass man das gar nicht zeigen kann. Das ist auf den Bildern nicht so schlimm, wie es in Wahrheit ist. Also da, die Tage danach, da ist man da durchgefahren, das war wirklich wie in einer Kriegslandschaft. Der Staub war da, die Leute standen vor diesen Trümmern. Es ist wirklich extrem dramatisch und ich habe trotzdem den Eindruck, dass es noch nicht so wirklich überall angekommen ist. Umso wichtiger ist sich so eine Veranstaltung wie heute. Damit würde ich direkt ins Podium gehen und würde diejenigen nach vorne bitten. Bereits kennengelernt haben wir Frau Dr. Singer-Brodowski, wenn Sie schon dann auch mal nach vorne gehen würden, die Präsidentin der Hochschule, die wir ja auch schon beim Eingangsstatement gehört haben, und den Präsidenten der Universität. Dann haben wir, wenn Sie jetzt vielleicht noch nicht alle kennen, Frau Professor Dr. Birgit Peters, wenn ich Sie auch nach vorne bitten darf, wurde eben auch schon von Professor Jeckel erwähnt, öffentliches Recht, Fachbereich, der Schwerpunkt Völkerrecht und Europarecht und dabei auch das Schwerpunktthema europäisches Umweltrecht und deswegen sicherlich auch eine Person, die heute einiges auch noch dazu beitragen kann in dieser Diskussion. Vom Umweltcampus Birkenfeld haben wir Professor Dr. Klaus Helling, ein BWLer, der sich sehr gut auskennt im Bereich Umweltmanagement. Und wir haben zwei Doktorandinnen, das hatten wir auch schon erwähnt, einmal von der Universität, eine Informatikerin, Petra Wolf, die auch bei Scientists for Future in Trier aktiv ist, Lectures for Future mitorganisiert hat, und vom Umweltcampus Birkenfeld Lara Hoffmann, auch Doktorandin, aktiv bei Fridays for Future und auch sehr aktiv da auf dem Umweltcampus Birkenfeld, und vom Studierendenwerk, den Geschäftsführer Andreas Wagner, der ja auch, wurde eben schon gesagt, sehr aktiv war, als es darum ging, dass es eine Fairtrade-Universität gibt, und sie haben auch für das Studierendenwerk 2012 den Umweltpreis des Landes bekommen.
Die Diskussion würde ich gerne in drei Bereiche einteilen. Einmal in Lehre, Forschung und Betrieb. Das haben wir ja auch schon vorne im Eingangsstatement mal gehört. Und wie gesagt, ich habe einige Fragen reinbekommen. Ich würde die versuchen hier zu stellen. Natürlich können Sie sich jederzeit auch per Handzeichen melden. Die Mikrofone sind da. Dann können Sie Ihre Fragen stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, das wurde dann hier reingegeben, über das Internet noch Fragen live reinzustellen. Und ich habe zwischendurch natürlich auch noch ein paar Fragen. Und natürlich ist es nicht so, dass jetzt jeder hier im Podium auf die Fragen antwortet, weil dann wird es endlos. Ich versuche einfach, dann die Leute anzusprechen. Aber wenn Sie dann sagen, da möchte ich auch gerne was zu beitragen, immer zu, das soll ja eine lebhafte Diskussion werden, das Ganze hier. Professor Menke, den wir ja auch schon hier im Eingangsstatement gehört haben, hat eine Frage reingegeben und noch mal darauf hingewiesen, der Klimanotstand, den die Stadt ja ausgerufen hat, sagt ja, wir brauchen einen radikalen Wandel in fast allen Gesellschaftsbereichen und fragt sich, wie das in der Lehre der jungen Menschen in der Hochschule und der Uni derzeit auch vertreten ist. Und da vielleicht einfach mal an die Doktorandinnen die Frage, wie ist da Ihr Eindruck? Ist das in der Lehre stark vertreten oder ist das beim Umweltcampus Birkenfeld vermutlich schon, oder? Ja, genau. Also wir haben am Umweltcampus Birkenfeld extra Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen, die diesen Schwerpunkt der Nachhaltigkeit haben. Wir haben auch ganze Studiengänge, wie zum Beispiel den Studiengang der erneuerbaren Energien, die sich nur diesem Thema widmen. Und sicherlich ist auch in den einzelnen Studiengängen wie BWL oder Rechtswissenschaften das Thema Nachhaltigkeit verankert. Also, und zusätzlich gibt es auch noch Wahlpflichtfächer, die individuelle Schwerpunkte erlauben, also wo Studierende wirklich gezielt sich zum Beispiel dem Thema Wasser widmen können und Nachhaltigkeitsaspekten in diesem Bereich. Und das erlaubt natürlich auch die einzelnen Interessen wahrzunehmen und sich da zu informieren. Ist es so am Umweltcampus Birkenfeld, dass man sagt, das ist eigentlich so sollte es sein, oder gibt es da auch noch Luft nach oben? Also sicherlich gibt es in den einzelnen Lehrveranstaltungen, würde ich sagen, vielleicht noch Luft nach oben. Da könnte vielleicht noch mehr Praxisbezug hergestellt werden an der einen oder anderen Stelle. Also was ich festgestellt habe, ist, dass bei Studierenden am besten Inhalte hängen bleiben, wirklich, wenn sie in Projekten mitarbeiten können, wenn sie aktiv einbezogen werden, zum Beispiel in Planspielen, die durchgeführt werden, oder wenn interessante Exkursionen angeboten werden. Und das könnte man noch ein bisschen häufiger machen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir schon sehr gut aufgestellt in dieser Richtung. Und an der Universität, wie ist es da? Ja, bei uns an der Universität ist es leider interdisziplinär nicht so rosig, das Bild, wie am Umweltcampus. Wir haben natürlich auch extra Studiengänge im Bereich der Umweltwissenschaften, in denen es natürlich Vorlesungen und Veranstaltungen zu dem Thema gibt. Aber abgesehen davon ist es in den anderen Disziplinen leider noch nicht angekommen, das Thema. Und das war auch quasi der Grund, warum wir die Lectures for Future-Reihe gegründet haben. Das ist quasi eine interdisziplinäre, öffentliche Vortragsreihe, in der das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit aus den Blickwinkeln der verschiedenen Fachrichtungen betrachtet wird. Und gerade dieser Wissenstransfer einmal zwischen den Disziplinen als auch in die Öffentlichkeit hinein ist ein besonderes Anliegen von mir, weshalb ich auch mir wünschen würde, dass diese Lectures for Future-Reihe verstetigt werden könnte. Und zwar in einem Modul, was sich alle Studierenden der Uni anrechnen können im Bereich der Schlüsselqualifikationen. Wir hatten es auch in dem Keynote-Vortrag ja schon diese Anregung gesehen. Und zwar, damit einfach jede Studierende sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und dafür auch Punkte bekommen. Denn wir wissen es ja, die Studierenden sind unter einem extremen Leistungsdruck und zusätzliche Veranstaltungen sind dann immer schwierig, wenn man sie nicht in den eigenen Studienverlauf einbringen kann. Deshalb würde ich mir wünschen, dass da eine Möglichkeit geschaffen wird, dass sich das die Studierenden auch regulär anrechnen lassen können. Der Präsident hat sich direkt gemeldet dazu. Also vom Ansatz bin ich einverstanden mit dieser Idee, aber ich will doch noch zwei, drei Informationen hinzugeben, dass es
bereits jetzt auch Ansätze gibt, die dafür sorgen, dass dieses Thema in der Breite auch viele Studierende erreicht. Das eine ist, dass über die qualitätsoffensive Lehrerbildung es ein Modul gibt, das dieses Thema Nachhaltigkeit in das Studium des Lehramts an der Universität Trier systematisch hineinträgt. Das ist schon mal ein Beispiel, das jetzt nicht im Kontext Lectures for Future angesiedelt werden kann, das aber eine ähnliche Zielsetzung verfolgt. Und dann gibt es natürlich Studiengänge, die einfach aufgrund ihrer Ausrichtung näher an dieser Thematik dran sind als andere. Also die Biologie und die Geografie, jetzt die Humangeografie, sind natürlich sehr nah dran. Und das BEd-Projekt ist ja auch ein bekanntes Projekt der Universität, das auch mit sehr, sehr praktischen Elementen aufwartet, dient eben dazu, dass dieses Thema in die Fachdidaktik und auch in den konkreten fachwissenschaftlichen Teil dieser Disziplinen integriert wird. Also wenn wir jetzt den Weg gehen wollen, es muss zukünftig ein, ob jetzt Wahlmodul oder Nichtmodul, geben, in dem dieses Thema Nachhaltigkeit immer für alle Studierende quasi verpflichtend angeboten wird, dann kommen wir wieder in die Diskussion, die wahrscheinlich seit einer Zeit auch aus einer sehr, sehr grundsätzlichen Perspektive, wie ist das mit Freiheit von Forschung und Lehre vereinbar? Ich habe ja gar nichts dagegen, dass man so etwas macht, aber es quasi als Angebot, das jeder studieren muss, verpflichtend vorzuschreiben, dafür sehe ich A, keine Notwendigkeit und B, kann ich mir bessere Lösungen vorstellen, als das Thema in die Breite zu bringen. Zuerst hatte sich Professor Helling gemeldet und dann Frau Singer-Brodowski. Ja, passt sehr gut, weil ich habe eine ganz andere Meinung als Sie, Herr Jeckel, an der Stelle. Ich bin der Meinung, dass es keine Disziplin gibt, die nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Es muss die Anforderung geben, dass sich jeder Studiengang, jeder Fachbereich hinterfragt, was und an welcher Stelle haben wir mit Nachhaltigkeit zu tun. Das bedeutet nicht, dass ich jedem Studierenden das gleiche Grundlagenmodul Nachhaltigkeit verpflichtend in sein Curriculum schreiben muss, aber ich muss aus dem Studiengang, aus der Fachlichkeit heraus analysieren, was haben wir mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich glaube, das könnte auch eine gute Weiterentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit bei der Akkreditierung von Studiengängen sein, im Qualitätsmanagement, entweder innerhalb der Hochschule, in unserer Systemakkreditierung könnten wir bei uns hinterfragen, was und wie hat der Studiengang das Thema Nachhaltigkeit reflektiert. Genauso können das die Agenturen im Rahmen der Programmakkreditierung noch stärker fokussieren. Und deswegen bin ich der Meinung, es darf keinen Studenten geben, der seine Universität oder seine Hochschule verlässt, ohne im Kontext seines Studienfaches die Thematik der Nachhaltigkeit reflektiert zu haben. Weltweit können nur 3% der Menschen an einer Universität studieren, aber 80% der Führungskräfte haben studiert. Also müssen wir da ganz viel tun. Ja, dem kann ich fast nichts mehr hinzusetzen. Ich würde gerne nochmal das Argument, und Sie vermuten wahrscheinlich auch schon, dass ich natürlich auch dafür plädiere, das Nachhaltigkeitsthema in alle Studiengänge zu integrieren, ganz einfach auch aus den Gründen der Ausrichtung der Hochschule. Die Studierenden, es gab Untersuchungen in Großbritannien, die Studierenden suchen sich eher die Hochschulen aus, an denen das Thema sehr prominent ist. Und zwar nicht nur in dem Lehramtsstudium und nicht nur in den Umweltwissenschaften, sondern überall, weil es eine Schlüsselqualifikation auch bedeutet im Hinblick auf zukünftige Berufsfelder. Deswegen ist es ein Profilmerkmal für eine Hochschule und auch ein Qualitätsmerkmal. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung als Bildungskonzept hat da hervorragende Möglichkeiten, auch insgesamt als Impulsgeber für eine engagierte und sozusagen vernetzte Lehre, die sich forschungsorientiert ausrichten kann, die sich projektorientiert ausrichten kann. Service Learning, Stichwort, ist ein ganz großes Thema. Also da gibt es sozusagen ganz viel auch abzuholen, wenn sich Hochschulen da ein bisschen breiter auf den Weg machen. Dazu passt jetzt noch eine Frage von Professor Bruns, die er eingereicht hatte. Und sie fragt, wie und zu welchen Themen können RechtswissenschaftlerInnen, GeografInnen und MedienwissenschaftlerInnen gemeinsam Lehrveranstaltungen besuchen? Vielleicht an Frau Professor Peters. Ja, Rechtswissenschaftlerin. zu welchen Themen können RechtswissenschaftlerInnen
Veranstaltungen besuchen. Wir haben an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bei uns einen Schwerpunkt Umwelt- und Klimaschutzrecht, sodass dieser Schwerpunkt da von Studierenden, die das interessiert, besucht werden kann. In der normalen Rechtswissenschaft findet das dann, je nachdem, wie die einzelnen Kollegen das in ihre Vorlesungen einführen, dann Widerhall oder eben auch nicht. Mit Sicherheit kommen wir daran nicht mehr vorbei, wenn wir im Verfassungsrecht uns bewegen, über den Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts diskutieren. Im Bereich des Verwaltungsrechts, jetzt also alles in meinem Metier, ist es auch Thema und wird auch immer stärker. Ich würde es aber dennoch, und da bin ich, glaube ich, auch der Berufsskeptiker, so ein bisschen sehen wie Herr Jackel, dass man natürlich schon auch sehen muss, dass es die Freiheit von Forschung und Lehre gibt und dass man vorsichtig sein muss mit externen Vorgaben, wie Forschung zu sein hat. Ich glaube, und da hat hier meine Kollegin neben mir stark dafür plädiert, dass man sich da noch mehr auf den Weg machen soll. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch so ist, dass Wissenschaft selbst als Innovationsfaktor in diesem Feld ja gerade der treibende Faktor ist. Ja? Also dazu, wo wir forschen, ist auch durch die politischen Gegebenheiten, das ist natürlich dadurch auch geprägt und durch das, was aktuell von uns verlangt wird, wie wir Klimaziele erreichen. Und da ist Wissenschaft ja ganz vorne dran. Ich glaube, es wäre dann auch ein Appell, dass man das eher in das Bewusstsein der einzelnen Kollegen gibt und sagt, wir müssen uns auf diese Art und Weise meinetwegen vernetzen, Forschungsfelder sichtbarer machen, solche Dinge, aber nicht, dass tatsächlich Inhalte selbst vorbestimmt werden. Das würde ja meinem Verständnis von Wissenschaftsfreiheit auch etwas konträr liegen. Ich möchte noch mal kurz nachhaken, weil die Frage ging auch dahin, wie können diese verschiedenen Fachbereiche da zusammenarbeiten? Also die Frage, genau. Zum Beispiel eine Lehrveranstaltung der Rechtswissenschaften, an der dann vielleicht auch Geografen, Geografinnen dann teilnehmen können. Mhm. Gibt es das? Wäre da vielleicht mehr möglich? Ja, gerne. Also es ist natürlich immer nur im Rahmen der curricularen Möglichkeiten gegeben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, das Nachhaltigkeitsthema muss stärker verankert werden und wie eine Art Studium Generale für alle angeboten werden, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass jemand die Forderung stellt, dann muss das für das Thema digitale Kompetenz in gleicher Weise gelten. Und es werden dritte, vierte, fünfte Themen. Das kennen Sie vielleicht noch aus der Schulzeit, dass auch dort vor den Lehrplänen und in den Lehrplänen unterschiedliche Dinge standen und dass es in Teilen lange gedauert hat, bis solche Module dann in den Grundlehrplan eines jeden Schülers, einer jeder Schülerin übergegangen sind. Sie können natürlich auch über Ausschreibungen steuern. Ja? Also wenn es jetzt auf der Ebene der Professuren, können Sie natürlich, wenn Ihnen das Thema Nachhaltigkeit generell wichtig ist, dann müsste es zum festen Bestandteil jeder Stellenausschreibung, ob für die analytische Philosophie oder für das öffentliche Recht, um die Kollegin Peters jetzt noch mit dazu zu nehmen, dann müsste das immer in der Ausschreibung stehen. Und das führt natürlich dazu, wenn Sie so etwas tun, dann kann die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die zukünftig auch an einer solchen prominenten Stelle stehen wollen, die kann sehr schnell ansteigen. Und insofern nochmal mein Plädoyer, das nicht generell als Ordnungsprinzip vorzugeben, sondern da auch ein bisschen auf Angebot und Nachfrage. Viele der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, denen müssen Sie das gar nicht mehr buchstabieren, die bringen das automatisch mit. Die Präsidentin der Hochschule hat sich noch direkt gemeldet. Gerne. Also ich kann mir kaum Fächer vorstellen, die nicht gemeinsam Lehrveranstaltungen besuchen könnten. Es geht ja gerade darum, die Interdisziplinarität an den Hochschulen zu stärken, um auch die Zusammenhänge zu erkennen zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und ich meine, es waren jetzt die Rechtswissenschaften, Geografie und Medienwissenschaften, nicht wahr? Also mal als Beispiel benannt. Wenn ich mal überlege, wenn die Erstsemesterstudierenden am Umweltcampus begrüßt werden,
dann wird bereits bevor die erste echte Vorlesung beginnt, schon ein gemeinsames Projekt, das meistens nachhaltig ausgerichtet ist, zwischen den unterschiedlichen Fächern gemeinsam gestaltet. Oder wir sind ja jetzt im Moment gerade am Campus Gestaltung. Hier gibt es eine interdisziplinäre Projektwoche, die Interpro, in der genau das Interdisziplinäre gefördert wird. Und gerade bei solchen interdisziplinären Projekten oder Wochen kann man ja genau diese Nachhaltigkeitsthemen ansprechen. Allein das Nachhaltigkeitsthema ist ja schon eines, das eine ökonomische, eine soziale und eine ökologische Dimension hat. Und wenn man es weiterfasst, dann hat man da einen technischen Aspekt und einen rechtlichen Aspekt. Und da gibt es kaum Themen, die nicht interdisziplinär bearbeitet werden können. Ich denke, da bedarf es immer noch weiterer Fortschritte, die auch innerhalb der Freiheit von Forschung und Lehre gut in Modulhandbüchern vermittelt und untergebracht werden können. Ja. Frau Professor Peters wollte auch noch was beitragen. Ja, da Sie da ja nochmal explizit nachgefragt haben, muss ich ja, sozusagen nochmal nachliefern. Und es ist ja in der Tat so, dass es durch Modularisierung von Studiengängen schwieriger ist, dass man einfach mal interessehalber in andere Dinge reinhört. Trotz alledem gibt es solche Angebote. Es könnte natürlich noch besser werden. Und das ist dann wo ich einhaken müsste und sagen müsste, dass da auch stärker dann wir gefragt sind, da zusammenzuarbeiten. Also dann entweder Frau Buhns und ich oder andere Kolleginnen und Kollegen und ersinnen, wie dann die jeweiligen Studierenden da interdisziplinäre Studien bei dem jeweils anderen Fach wahrnehmen können. Das hat sicher auch mit der Sichtbarkeit zu tun, also dass man solche Dinge hervorheben kann und sagen kann, das ist uns jetzt ein Anliegen und dann vernetzen sich da einzelne Fachbereiche. Schon vor längerem hatte Frau Wolf sich noch mal gemeldet. Hat sich das erledigt? Oder? Ja, ich wollte auf die erste Wortmeldung von Herrn Jeckel noch mal eingehen. Und zwar hatte ich ja in meinem Vorschlag kein verpflichtendes Fach Nachhaltigkeit gefordert, sondern mein Punkt war, dass die Studierenden momentan überhaupt keine Möglichkeit haben, das in ihren Studienverlauf mit einzubringen. Und ich meine, eine Forschung und die Universität, die existiert ja nicht isoliert. Und wir wollen ja nicht, dass die Leute in ihrem Fachbereich gefangen sind, sondern wir wollen doch gerade den Blick über den Tellerrand fördern. Und wir haben ja auch schon gezeigt, dass es eben dieses Thema wirklich sämtliche Fachdisziplinen betrifft, auch mit Rednern aus den unterschiedlichen Bereichen der Universität selbst, sei es nun Psychologie, sei es Mathematik, sei es Informatik, sei es Philosophie, Politikwissenschaften. Aus all diesen Disziplinen hatten wir bereits Vorträge und ich finde, das unterstreicht nochmal, dass das Thema äußerst präsent ist und auch schon im Bewusstsein der Lehrenden und Forschenden in der Universität. Es müssten nur die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass eben dieses Thema auch an die Studierenden näher gebracht werden kann, als es bisher geschieht. Vielleicht abschließend zu dieser Thematik, Frau Singer-Brodowski, Sie hatten sich auch nochmal gemeldet. Ja, gerne, danke. Auch nochmal zu diesem Argument, ist jetzt sozusagen das Thema Nachhaltigkeit eine Bedrohung von Forschung und Lehre? Ich glaube, dass es das nicht ist und wenn wir uns Wissenschaft historisch auch angucken, dann ist Wissenschaft immer in einem Spannungsverhältnis zu ganz diversen anderen gesellschaftlichen Organisationen gewesen und ich glaube, es kann vielmehr ein Impulsgeber für die Diversifizierung von Einflussfaktoren sozusagen sein, Wissenschaft an Nachhaltigkeit auszurichten beziehungsweise tatsächlich Impulse zu setzen, vielleicht nicht komplett auszurechnen, aber Impulse zu setzen, eine Offenheit in, beispielsweise, Sie haben gesagt, Stellenausschreibungen, eine Offenheit für Nachhaltigkeitsfragen mit in die Stellen. Nicht ein explizites Profil oder eine explizite Orientierung in der thematischen Schwerpunktsetzung. Das wäre ein Eingriff in die Freiheit der Forschung und Lehre. Aber eine sozusagen Grundlage zu schaffen, damit Rahmenbedingungen, wissenschaftspolitische Rahmenbedingungen sich verbessern können, das halte ich für ganz relevant. Und in Lüneburg beispielsweise ist genau das Modell, was die Kollegin gerade angesprochen hat, sehr erfolgreich gewesen, nämlich als Studium Generale für alle Erstsemester verpflichtend. Die geben sich forschungsorientiert im ersten Semester kleine Forschungsprojekte und lösen forschungsorientiert kleine gesellschaftliche Probleme vor Ort. Die sind nach einem Semester methodisch so fit, das ist unglaublich, die Studierenden dort. Und das ist ein tolles Modell, wie man sozusagen auch eine ganz andere Universitätskultur leben kann. Und ich bin ein bisschen sozusagen, man muss das nicht als Bedrohung klassifizieren. Also das, auf die Ebene muss man das gar nicht heben. Also wenn das die Intention gewesen ist, wie Sie das eben beschrieben haben, ist es ja nur noch an dem jeweiligen Fach zu sagen, aus unserer Sicht ist es sinnvoll, dass unsere Studierenden
das als Wahloption haben. Das ist das, was Frau Peters auch gerade gesagt hat. Aber die Fächer können hochschulpolitische Anreize bekommen und Steuerungsimpulse bekommen. Ja, aber die Fächer sind Mann und Frau genug, um das steuern zu können. Das müssen Sie ihnen nicht sagen. Frau Hoffmann hat es noch gemeldet. Genau, ich wollte noch sagen, dass ich das auch für essentiell halte, dass Studierende schon in den ersten Semestern oder generell im Verlauf ihres Studiums erstmal die Informationen zu den Problemen unserer Zeit mitbekommen, um dann praktisch in ihren einzelnen Disziplinen, beispielsweise im Bauen, das ja einen sehr großen Beitrag zu unseren Treibhausgasemissionen leistet, das dann auf ihre Disziplin zu übertragen. Aber die Information ist erstmal eine Grundlage dafür, damit die Studierenden handeln können, dass sie eigene Projekte entwickeln können. Und da halte ich das wirklich auch für wichtig, was ich zum Beispiel schon im ersten Semester, wir haben in meinem Studiengang, den ich besucht habe, erneuerbare Energien, diese Grundlagen mitbekommen. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln im Klimawandel. Vielen Studierenden ist das aber noch nicht bewusst, denke ich. Und das muss ihnen auf den Weg gegeben werden, unbedingt. Professor Bucher hat da noch die Frage reingegeben zur Lehrerausbildung. Das ist ja ein Schwerpunkt der Universität und verweist darauf, dass im Schulgesetz von Rheinland-Pfalz steht, Aufgabe der Schule ist das Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und das Verantwortungsbewusstsein für die globalen Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Und seine Frage ist dann, wie wird dieser Bildungsauftrag denn in der Lehrerausbildung an der Uni wahrgenommen? Ich denke mal, Professor Jeckel, Sie sind da gefragt. Ja, also wie gesagt, durch dieses große Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung ist das jetzt stärker in die Breite gebracht worden. Und das beginnt damit, dass wir verstärkt versuchen, auch mit den Schulen in der Region Netzwerke aufzubauen, in denen man diese Themen dann eben nicht nur theoretisch, sondern Sie haben eben den Begriff Reallabore verwandt, also wir denken an neuere Lehr-Lern-Labore, in denen man versucht, die Dinge schon mit den Schulklassen, das wäre der Idealfall, und den angehenden Lehrerinnen und Lehrern an bestimmten Themen festzumachen. Und das können dann auch Themen sein, die nicht naheliegenderweise etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben, sondern, weil die Medienwissenschaft ja jetzt schon häufiger angesprochen worden, ich habe es ja an der heutigen Zeitung einfach mal illustriert. Also man kann ja auch mal versuchen, inhaltsanalytisch an das Thema heranzugehen, wie hat sich die Darstellung des Themas Nachhaltigkeit in bestimmten Leitmedien der Bundesrepublik in den letzten Jahren verändert und so weiter. Und auch darüber können Sie Themen integrieren, die auf den ersten Blick natürlich keinen unmittelbaren Fokus, wie das bei einer Umweltwissenschaft natürlich der Fall ist, integrieren können. Sie wollten auch das. Ich würde gerne noch ergänzen. Es mag erst mal so erscheinen, als ob die HAWs keinen Beitrag zur Lehrerbildung zu leisten hätten, aber wir sind, der Kollege Professor Gollmer ist auch hier bei uns, Informatik- und MINT-Profilschule, und holen auch Lehrerinnen und Lehrer zu uns an den Campus, um eben über Digitalisierung zu lehren. Unter anderem die CO2-Ampel, die ganz hinten aufgebaut ist, wird mit Schulen gemeinsam auch zusammengesetzt. Und das ist jetzt zwar ein Thema der Digitalisierung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, bei einem Thema wie Nachhaltigkeit, wenn das eben auch den Lehrerinnen und Lehrern beigebracht werden soll, dass die eben auch in unsere Anwendungslabore, wie das InnoDig-Labor, in dem diese Ampel gebaut wird, kommen, nicht nur Digitalisierung lernen, sondern auch Nachhaltigkeit lernen und beispielsweise mal so eine Ampel aufbauen und messen, wie viel CO2 haben die Schülerinnen und Schüler an dem Tag in der Schule verbraucht. Und irgendwann springt die möglicherweise auch mal von grün auf rot und man weiß, oh, jetzt muss ich ein bisschen sparsam sein. Also das gibt es noch nicht, aber ich denke, dieser Gedanke des Landes, die Digitalisierung den Lehrerinnen und Lehrern über diese Informatik- und MINT-Profilschulen zu vermitteln, das könnte auch beim Thema Nachhaltigkeit in den Schulen einiges noch bewirken, weil das kommt ja in der typischen universitären Lehrerinnen- und Lehrerausbildung nicht fort. Das, denke ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir demnach auch noch mit einbringen können. Das freut mich als früherer Lehramtsstudent, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen offenbar stärker geworden ist. Das war zu meiner Zeit eher weniger, außer dass man da ein Praktikum gemacht hat und mal eine Schule besucht hat. Das war es dann zumindest in Mainz gewesen. Aber wie ist es denn mit anderen Initiativen? Wie sieht es denn da mit der Zusammenarbeit aus? Also zum Beispiel die lokale Agenda 21, die hat auch ein paar Fragen hier mit reingegeben. Gibt es da eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule, mit der Universität?
Meinen Sie jetzt mit den Schulen im Einzelnen? Nein, mit anderen Initiativen, also mit Initiativen vor Ort, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Gibt es da eine enge Zusammenarbeit, außer wir haben ja eben gehört, dass halt viele der Professoren, der Lehrenden aktiv sind in Gremien, aber gibt es da sonst mit den Initiativen Zusammenarbeit? Also wenn ich da gerade nochmal ansetzen kann, wir haben das Netzwerk Ecolines, Greater Green, wir haben die Zusammenschlüsse in der Großregion. Ich denke, wir arbeiten mit so vielen Unternehmen, mit Wissenschaft, aber auch Politik, mit fast allen Organisationen zusammen, die sich diesem Nachhaltigkeitsthema eben auch stellen, wenn wir jetzt mal beim Thema Klima und Nachhaltigkeit bleiben. Also ich würde eher die Frage stellen, welche in der Region arbeiten nicht mit uns zusammen. Also es ist dann immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt, von Fachbereich zu Fachbereich. Aber insgesamt, denke ich, sind wir in den Regionen, in denen wir ansässig sind, Trier und eben auch Umweltcampus in Birkenfeld, so stark mittlerweile vernetzt, dass es, glaube ich, kaum Institutionen gibt, mit denen wir nicht auf die ein oder andere Weise vernetzt sind. Ja, durch Forschungsprojekte, Transfer oder andere Zusammenschlüsse. Also, ja. Sie haben ja die lokale Agenda jetzt konkret angesprochen. Das hat ja eine lange Tradition in Trier. Und da ist, das muss ich selbstkritisch sagen, da ist die Zusammenarbeit unterschiedlich gewesen in den vergangenen Jahren. Also es gab Personen aus der Universität, die waren da sehr stark engagiert. Dann gab es auch mal eine Zeit, da war das weniger der Fall. Irgendwann haben wir festgestellt, dass man da vielleicht auch mal Mitglied werden könnte. Das haben wir dann auch nachgeholt. Also es gibt bestimmte Dinge, die man auch eingestehen muss, die man einfach übersehen hat. Das bedeutet aber nicht, dass man an dem Thema nicht dran ist. Es gibt so viele Initiativen, die für uns auch sehr, sehr praktisch sind. Frau Peters ist passionierte Radfahrerin. Das Gleiche gilt für mich. Wir sind bei Stadtradeln seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja eine von vielen Initiativen im Laufe des Jahres, die zumindest auf die Option hinweist, dass man sich auch anders fortbewegen kann. Und das haben wir in den vergangenen Jahren auch ganz gut gemacht und haben das schon mehrfach, obwohl wir immer den Berg rauf und runter fahren müssen, schon mehrfach den ersten Preis belegt, auch ohne E-Bikes. Und also insofern, das Spektrum der Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann, ist sehr groß. Und auch bei dem Thema Fair Trade, das ist ja nicht nur ein Thema der Hochschulen, sondern auch der Stadt selbst. Es gibt ja auch die Initiativen, die aus dem Rathaus selbst herausgekommen sind. Da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Da kann ich nur sagen, dass wir, wenn das so akzeptiert wird im Hochschulentwicklungsplan, im nächsten Jahr auch einen studentischen Nachhaltigkeitsreferenten haben werden, der sich stärker um dieses Thema kümmert. Dr. Seeger hatte von der Uni Trier eine Frage gestellt, und zwar: Gibt es einen Plan von Universität und Hochschule, wie sie das Wissen, das es ja um den Klimawandel in den verschiedenen Fachbereichen gibt, wie das dann auch an die Bevölkerung in der Region, in der Stadt, in den Landkreisen weitergegeben wird? Das ist ja auch ein Ziel ja der Hochschulen und der Universität, ja auch in die Region zu wirken. Gibt es da einen Plan? Also der City Campus war für uns ja, das haben wir im Jahr 2012 begonnen, war für uns immer ein gutes Format, um das zu realisieren. Und ich denke, in diese Richtung und auch konkrete Initiativen, die jetzt auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen durchgeführt werden können, davon kann es sicherlich nicht genug geben. Aber man muss umgekehrt auch sehen, weil Sie eben auf Veranstaltungen hingewiesen haben, die diesen Studium generale Charakter haben sollen. Natürlich kann man immer sagen, die Themen sind die falschen, die da platziert werden. Aber viele Veranstaltungen, die im Bereich Studium Generale laufen, finden vor leeren Stühlen statt. Also da muss man auch nochmal umdenken, in welche Richtung man die Attraktivität solcher Formate verbessern kann. Und das kann dann nicht nur gehen über, dafür gibt es Credit Points, dann sind die Stühle wahrscheinlich gut besetzt, aber ich weiß nicht, ob die Intention damit schon die richtige ist. Also das kann funktionieren, aber sollte nicht generell sein, sondern haben wir irgendwann Studiengänge mit 250 Credit Points, weil alle rein wollen und sie das dann zeitlich nicht mehr gut organisiert bekommen. Sie wollten auch noch? Ja, gerne. Ich denke, was Sie ansprechen oder diese Frage betrifft ja den Wissenstransfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Politik und so weiter. Und die heutige Veranstaltung beispielsweise trägt dazu bei, also Veranstaltungen sind in hohem Maße dazu geeignet,
genau das in die Gesellschaft zu tragen, was wir in den Hochschulen tatsächlich machen, weil ja nicht tagtäglich immer jede und jeder zu uns auf den Campus kommen kann. Es ist aber viel weitergehend. Ich denke, wir müssen daran denken, bei den Forschungsprojekten, die wir betreiben, mit, ich sag mal, einer Hausnummer 13 Millionen Euro Drittmitteln pro Jahr, wenn danach nicht etwas anschließt, dann ist das Wissen, das darin erforscht worden ist, danach möglicherweise verloren. Nicht immer, aber häufig. Und mehr noch in den Hochschulen zu verankern, wie wir noch mehr mit Gründungen, Patenten, eben auch Gründungen möglicherweise auch mit der Wirtschaft gemeinsam, das muss noch stärker verankert werden. Also da sind wir tatsächlich noch nicht fertig. Und da sprach ich ja vorhin in meinem Eingangsstatement auch dieses Thema innovative Hochschule an, das genau auf diesen Wissenstransfer gemünzt ist. Weil auch Transfer gibt es nicht kostenlos. Auch Transfer braucht Mittel. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich das entwickelt. Und das ist, denke ich, wichtig, dann diesen Wissenstransfer, auch wenn die Gelder tatsächlich durch Land, durch Bund oder Bund-Länder-Programme zur Verfügung stehen. Und da sind wir eben im Moment in der Antragstellung, um das dann noch auf eine breitere Basis stellen zu können. Frau Wolf, Sie sind ja da auch aktiv in dem Bereich. Sehen Sie sich da genug unterstützt? Nein, wenn Sie so direkt fragen. Also das mit den leeren Stühlen, das muss ich auch deutlich zurückweisen. Wir hatten im letzten Semester über 600 Anmeldungen. Für dieses Semester, obwohl die Werbung dafür gerade erst angelaufen ist, haben wir über 250 Anmeldungen. Wir hatten in den letzten Semestern immer über 100 aktive Teilnehmende in den Vorträgen jeweils, was auch noch mal mehr ist als zum Beispiel in der Ringvorlesung, die von der Uni unterstützt wurde. Wir hätten uns deutlich mehr Unterstützung auch gewünscht von der Uni. Wir wurden zum Beispiel noch nie offiziell beworben. Und selbst wenn wir auf die Ressourcen der Uni zurückgreifen wollten, was zum Beispiel Organisation der Reihe, was ein Anmeldesystem und so weiter angeht, da sind wir eher gegen Wände gelaufen, als dass wir da Unterstützung gekriegt hätten. Deshalb, und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass unsere Reihe jetzt von Ihnen zum Beispiel gar nicht genannt wird in dieser Frage, was nochmal auch zeigt, wie von unserer Seite her das Gefühl ist, wie die Uni zu unserer Veranstaltungsreihe steht. Also, Sie haben mich noch nie angeschrieben. Sie haben mich noch nie angeschrieben. Ich antworte auf jede E-Mail. Herr Kranz, keine Ahnung, was das jetzt soll, aber... Gut, tut mir leid, aber ich habe auch nicht Ihre Veranstaltungen im Speziellen gemeint, sondern ich habe generell von Veranstaltungen, die im Bereich Studium Generale angeboten werden, gesprochen. Ihre Teilnehmerzahlen waren mir jetzt nicht bekannt. Ich eröffne jetzt mal das Podium im Publikum. Herr Professor Menke hatte sich gemeldet. Ja, also erstmal vielen Dank schon für die Fragen. Ich wollte mal mit einer Frage, wo ich denke, dass man zeigen kann, wie wir vielleicht auch unsere Zusammenarbeit verbessern können. Dieses Thema Seilbahn wurde ja schon angesprochen. Da haben verschiedene Studierende was gemacht, einige Initiativen waren und eigentlich ist es ja gestorben. Jetzt frage ich mich, wie wäre das ausgegangen, wenn die Hochschulleitung offiziell mit dem Präsidium, die Universität als Präsidium, offiziell den Herrn Bürgermeister, den Herrn Stadtwerke-Direktor zu einer Diskussion geladen hätte, gesagt, wir wollen dieses Seilbahnprojekt, weil das wäre sicherlich eine total innovative Möglichkeit gewesen, dass man, ich habe auch mal 20 Jahre da in Tafros gelebt und bin immer mit dem Fahrrad rübergefahren zum Schneidershof, dass man das machen kann. Das wäre, würde ich gerne mal hören, was ist da gelaufen und was kann man vielleicht auch aus so einer gemeinsamen Sache, das wäre ja eine wunderbare Verbindung gewesen, Wissenschaft, Forschung, Lehre, sogar das Fahrradfahren wäre dann vielleicht erträglicher geworden, um das zu initiieren. Da würde ich gerne mal eine Meinung hören, was da gemacht werden könnte. Ja, Herr Wagner hat sich sofort gemeldet. Ich bin auch übrigens froh, dass Sie das ansprechen. Ich hätte es auch noch dann später beim Betrieb angesprochen, das Thema, weil ich habe da damals, als das vorgestellt worden ist, auch diese Studie der Stadt vorgestellt worden ist, auch darüber berichtet. Und das ist eine der wenigen Beiträge gewesen, wo ich am nächsten Tag in Mainz war und der Kantine von ganz vielen Leuten angesprochen wurde und gesagt, Mensch, was für eine tolle Idee, so eine Seilbahn da. Das wäre ja auch eine super Verbindung von Hochschule und Universität. Und dann gab es dann halt eine Studie, wo es dann hieß, ach, ist alles viel zu teuer. Und ein Bus wäre eigentlich besser und dann wurde das Ganze wieder begraben. Aber Herr Wagner, Sie waren ja auch bei den Stadtwerken früher gewesen. Da kommt der Reflex zu zucken gar nicht her. Da kommt der Reflex. Ich habe nur gelernt, heilig drei Könige sind immer besser als zwei. Also der Punkt ist, ich mache ja in dem Job hier, hauptberuflich Geschäftsführer Studiwerk, ja auch nur nebenbei für mehrere Millionen Euro jedes Jahr die Semestertickets klar für die knapp
17.000, 18.000 Studierende in Trier. Und ich würde mich geehrt und es als Selbstverständlichkeit empfinden, dann bei so einer Aktion mitwirken zu dürfen. Also wenn so eine Seilbahn nicht auch Teil des Semestertickets ist, dann haben eh alle irgendwas falsch gemacht. Darum herzliche Selbstnomination an dieser Stelle, teilnehmen zu dürfen an einer Unterstützungskampagne für die Seilbahn. Also die Präsidien haben sich ja, sind ja angesprochen worden. Ja. Was sagen Sie dazu? Danke für die Frage, auch vorhin für den Hinweis, dass ich die Seilbahn nicht erwähnt habe. Das hat einen Hintergrund, da es im Moment tatsächlich so ein leicht trauriges Thema ist, wie viele andere auch, aber in der Schwerpunktsetzung eines, was ich jetzt nicht unbedingt gerade ganz nach vorne setzen wollte, nicht, weil es mir nicht wichtig ist, nein, ganz im Gegenteil, weil es mir so sehr wichtig ist. Ich habe in meiner Anfangszeit, das sind ja mittlerweile 2 Jahre her, eines meiner allerersten Gespräche geführt mit Verkehrsdezernenten und denjenigen, die eben diese Seilbahn auch bauen wollten, die es aus der Forschung begleiten. Ne? Unseren Dekan Professor Otten, der das ganz intensiv mitbegleitet hat. Wir sind dann auch irgendwann gemeinsam unterwegs gewesen, Präsident Jeckel und ich gemeinsam, und wir haben genau das erzählt. Ja, wir haben das dem Oberbürgermeister erzählt, nicht nur einmal, sondern mehrfach, auch an anderen Stellen, dass das eine ganz tolle, innovative Idee wäre, die Stadtkonzepte hier in Trier weiterzuentwickeln. Und ich bin weiterhin, ja, ich bin Logistikerin, ich bin ein Seilbahn-Fan. Und diese Überlegung, von der Seilbahn diese autonomen Fahrzeuge abseilen zu lassen, autonom und mit nachhaltigen Antrieben durch die Stadt fahren zu lassen, also wir waren beide begeistert. Also als ich Herrn Jeckel angesprochen habe, wollen Sie dabei sein, ne, damit nicht nur der eine Hügel bedient wird, sondern auch noch der andere und dann gleich insgesamt noch vom Petrusberg und die Luxemburger, die einreisen, mit in die Stadt gebracht werden können. Ich bin immer noch ein leidenschaftlicher Seilbahn-Fan. Ich glaube, dass die Verkehrskonzepte der Zukunft völlig andere sind als die von heute. Ich bin aber eher Wissenschaftspolitikerin, wenn ich überhaupt Politikerin bin, dann setze ich mich für die Wissenschaft ein. Wenn ich jetzt insgesamt noch Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik von Seilbahn bis zum ICE permanent betreibe, ich kann das in Ansätzen tun und wir können vermitteln, was uns wichtig ist. Aber diese politischen Entscheidungen, die liegen bei anderen. Meine Hoffnung ist, mit der neuen gewählten Landesregierung, möglicherweise auch im Bund, dass sich auch da etwas tut, dass auch dort erkannt wird, Stadtkonzepte, Mobilitätskonzepte der Zukunft sehen nicht so aus, dass man einen zusätzlichen Fahrradstreifen baut oder Straßen verengt oder verjüngt oder einen Busantrieb irgendwie umstellt. Die werden völlig anders sein. Und möglicherweise waren wir an der Stelle mit der Wissenschaft ein bisschen zu früh für diesen Ort. So möchte ich das mal vorsichtig ausdrücken. Aber wir haben das, ich denke, so wie wir es jetzt hier zur Kenntnis geben, Herr Jeckel, wahrscheinlich wollen Sie gleich noch was hinzufügen, aber ich denke, bei diesem Thema, da waren wir so aktiv bei so vielen Treffen dabei, unsere Einstellung dazu, unsere Meinung und unser Wunsch, diese Seilbahn zu haben und unsere erste Idee auch so, diese Seilbahn, die dann so über die Mosel schwingt oder über den Petrusberg, eben auch mit Hochschule Trier, Universität Trier, auch welchen Effekt das hat für die Studierendengewinnung, ja, Tourismus, aber auch in ganz anderen Aspekten. Also deswegen, ich habe es vorhin etwas vermieden, weil dann wären meine 10 Minuten möglicherweise für die Seilbahn draufgegangen. Aber so habe ich diese Frage, denke ich, ganz gut auch beantwortet. Vielen Dank für die Frage. Was Sie sehen, es ist halt, Sie haben dann im Hintergrund gewirkt, aber es ist dann nicht so nach außen gedrungen. Also es war, sonst wäre die Frage nicht gekommen. Und das ist ja auch, also ich habe mich das tatsächlich gefragt, das kann doch nicht sein, es gibt da ein Gutachten, das hat der frühere Verkehrsdezernent, der ein glühender Busanhänger war, der immer eine Bustrasse da bauen wollte, der kam zu dem Ergebnis, die Bustrasse ist das Beste. Ja? Mhm. Ich habe mir dieses Gutachten durchgelesen und habe gedacht, man kann doch dieses Gutachten so nicht stehen lassen. Und dann kam was von den Grünen, die gesagt haben, naja, aber man soll doch mal ein bisschen weiter gucken mit der Seilbahn, ansonsten hat man da nichts mehr gehört. Also von daher, Sie sagen, Sie sind keine Politikerin, aber vielleicht muss man doch, wenn Sie so glühend für ein Projekt sind, dann auch da das auch dann stärker öffentlich vertreten. Sie sind auch, wie ich jetzt dann vernommen habe, ein Verfechter der Seilbahn. Also die ersten Ideen auf der Tafelhorster Höhe, da gab es Pläne, das sah aus wie die Schwebebahn, wie man sie aus Wuppertal kennt. Das ist damals auch nicht so realisiert worden. Man muss, also die Pläne sind sehr ambitioniert, die gehen ja jetzt, wie ich eingangs sagte, von der A64 über Hochschule Trier, dann Brückenkopf unten an der Mosel, dann Richtung Hauptbahnhof, und dann muss man
den Weg über den Petrisberg wählen. Und das ist eine von vielen Baustellen, wo es schwierig wird, weil sie dann über die Trassenführung entscheiden. Da sind viele Häuser gebaut worden in der Region, wo jetzt die Trassenführung laufen soll. Und Sie können sich vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen geben wird, der nicht darüber erfreut sein wird, wenn plötzlich über seinem Grundstück diese Seilbahn vorbeikommt und vieles mehr. Also es ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Das wird noch, ja, ich weiß nicht, also Jahre ist zu wenig, das wird noch relativ lange dauern. Und wir haben mit den Stadtwerken gesprochen, wir haben mit den Baudezernenten gesprochen und Herr Otten informiert uns auch regelmäßig über den Stand der Dinge. Aber das ist auch in finanzieller Hinsicht ein Vorhaben, das nicht nur in Trier an seine Grenzen stoßen dürfte. Das muss man einfach sehen. Ich würde mal ein neues Thema anschneiden. Ein Masterstudent Energiemanagement der Hochschule Trier, Herr Kaut, hat die Frage gestellt, es passt ein wenig. Er sagte, wir haben ja doch einen Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften, auch im Ingenieurwesen, sicherlich auch für solche Projekte. Man sieht es natürlich jetzt auch an der Katastrophe im Ahrtal, in der Eifel, wo es keine Gutachter gibt, da fließt kein Geld, weil die Leute, ich war am Campingplatz gewesen und die Frau steht da und sagt, da muss eine Brücke neu gemacht werden, ich finde keinen Gutachter, der mir sagt, wie teuer das ist und was da kaputt gegangen ist, und ohne dieses Gutachten gibt es wiederum kein Geld. Also man sieht, es mangelt da an Fachkräften, und Herr Kaut fragt, was kann denn die Hochschule, was kann denn die Universität tun, um diese Berufe auch schmackhaft zu machen, das an die Schülerinnen und Schüler schon in den Schulen zu bringen, damit die Leute auch sagen, Mensch, ich gehe an den Umweltcampus, an die Uni, an die Hochschule. Dann starte ich mal. Also ich denke, nach diesen 3 Semestern, in denen wir ja aufgrund der Pandemie recht wenig Kontakte hatten zu den Schülerinnen und Schülern, wenn dann eher in digitaler Form, ist jetzt wieder die Zeit gekommen, tatsächlich vermehrt in die Schulen zu gehen und auch die Schulen zu uns in die Hochschulen zu holen. Weil nur wenn man das Ingenieurwissenschaftliche erlebt, wenn man beispielsweise in unsere Labore geht und dort ein kleines Projekt macht, von Lehrerinnen und Lehrern begleitet, und dann sehen die dort bei uns an der Hochschule irgendwo an einem unserer Campusse einen Professor, der sie empfängt, eine Mensa, in die sie gehen, ein Campus, auf dem sie sich bewegen, dann ist das eine Ansprache, die bleibt auch. Ich erinnere mich selbst, als ich das erste Mal als Schülerin auf einem Campus war, das hat mich so beeindruckt, das weiß ich heute noch, das vergisst man dann auch nicht mehr, diesen ersten Besuch. Und dort eben spannende Projekte anzusprechen aus den Ingenieurwissenschaften, ich würde es nochmal erweitern, insgesamt MINT-Disziplinen, also alles, was Naturwissenschaft, Informatik, Technik und so weiter betrifft, dass wir das dort mit einbeziehen und tatsächlich in den Schulen interessante Projekte vorstellen und eben noch besser bei uns auf dem Campus sehr früh schon anfangen mit den Kleinen, gerne auch mit Kinderuni-Veranstaltungen oder anderen Projekten für die ganz Jungen bis hin dann über die unterschiedlichsten Altersstufen bis kurz vor Schulabschluss, damit man auch mehr verdeutlicht, was ist denn damit verbunden. Weil einige Fächer, die gibt es in den Hochschulen, aber nicht in den Schulen. Ja? Also Mathematik, Deutsch, da weiß man ungefähr, worauf man sich einlässt. Aber Ingenieurwissenschaften, wer hat denn Ingenieurwissenschaften an der Schule? Das muss man einmal irgendwo erleben und erklärt bekommen. Auch, dass man richtig interessante Projekte betreibt, dass man gutes Geld damit verdienen kann, dass man überhaupt nicht Befürchtungen haben muss, dass man danach in der Arbeitslosigkeit landet. Das sind ja alles so Argumente, die kennen Sie möglicherweise aus Ihrem Elternhaus nicht. Und mit diesen Informatik- und MINT-Profilschulen ist genauso ein Ansatz gemacht. Es bedarf aber noch mehr der Ansprachen, eben an allen Standorten, an allen Orten noch vermehrt in die Schulen zu gehen und in diesen Kontakt zu treten. Vielleicht einfach mal in die Praxis. Die Doktorandinnen sind am nächsten noch dran. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es da eine enge Verzahnung? Sind da oft Schülerinnen und Schüler an den Hochschulen, an der Uni und gucken sich das an? Oder ist wahrscheinlich im Moment durch Corona auch alles ein bisschen schwieriger geworden? Oder sehen Sie da auch Möglichkeiten, dass man da noch mehr machen könnte? Also der Umweltcampus hat sich vor 2 Jahren für eine MINT-Region beworben, noch mit weiteren Akteuren in der Nationalparkregion, denn wir haben ja auch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald direkt vor den Toren unserer Hochschule. Und da haben wir viele Veranstaltungen gemacht, in denen wir Lehrer fortgebildet haben. Genau in diesen Visi-MINT-Inhalte
in ihren Unterricht integrieren können. Da wurden auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Unternehmen vorgeschlagen. Und ich würde schon sagen, dass wir auch immer sehr viele, gerade im Bereich der Informatik, sehr viele ja, offene Labore anbieten, die besucht werden können. Die Frau Dr. Schumann hat ja unser InnoDIC-Labor, das Innovationslabor für Digitalisierung, genau darüber berichtet. Und da sind oft Schülerinnen und Schüler und die Gruppe vom Herrn Golmer, die Arbeitsgruppe, geht auch sehr viel in Schulen. Also da wird sehr viel gemacht. Und das auch immer verknüpft, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo wir dann auch wirklich mit den Schülerinnen und Schülern diesen Bereich konkret mit Digitalisierung bespielen. Also das ist auch ein ganz wichtiges Zusammenspiel, das wir da auch genau erfüllen. Ja, und ich kann aus der Sicht der Informatik reden in der Uni. Ich bin ja selber aus der Informatik. Vor Corona hatten wir zumindest immer in den Ferien so eine Art Sommercamp, wo Schülerinnen und Schüler von den Schulen kommen konnten und in kleinen Projekten ein kleines Computerspiel jeweils programmieren, was sie dann auch der ganzen Mitarbeiterschaft vorgestellt haben. Das hat immer sehr viel Anklang gefunden. Aber man könnte durchaus das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in solche Projekte integrieren, und wir haben ja jetzt auch seit Neuestem eine neue Professorin für Didaktik der Informatik, von der wir uns dann noch einige Projekte in die Richtung versprechen. Also ein Podium, eine Frage. Ja, hallo, Manuel Seger ist mein Name. Eine Frage war ja vorhin von mir, die zielte genau eigentlich in diese Richtung.
gerne an Frau Singer-Podowski direkt weitergeben, weil ich weiß, dass sie gleich weg muss wegen dieser tollen Anbindung, Zuganbindung in Trier. Vielen Dank, es passt auch ganz wunderbar. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, nochmal ein kleines Schlusswort, meine Verwunderung und auch meine sozusagen Neugier und Überraschung sozusagen darzulegen, was es hier alles gibt in Trier. Von dem Birkenfeld-Campus, den ich natürlich auch vorher schon kannte, auch wenn ich ihn im Vortrag nicht mitgenannt habe, über diesen City-Campus bis hin zur Lehrerinnenbildung Lectures for Future. Und ich finde, das sind ganz viele Puzzleteile oder Flicken eines sozusagen größeren Teppichs. Und ich frage mich, und das würde ich Ihnen gerne auch sozusagen als Frage mit hier lassen, wie kann das zusammengehen, ohne dass es unbedingt jetzt noch die zusätzliche Planstelle sozusagen braucht, sondern mit dem altruistischen Engagement, was bei vielen Ihrer Hochschulmitglieder ja offensichtlich vorhanden ist, diese sozusagen Transformation der Hochschule voranzutreiben, sich zusammenzusetzen. Also ganz konkret, was folgt, kann vielleicht aus so einer Veranstaltung wie heute folgen für die Fragen, wie dieses Thema in der Zukunft hier in Trier mit den Hochschulen gemeinsam diskutiert werden kann. Die Frage würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben und dann danke ich Ihnen nochmal für die Diskussion, muss mich jetzt leider verabschieden. Vielen Dank. Am Podium steht die nächste Frage an. Genau, ich bin ja so ein bisschen der Chatbot, ich verfolge ja den Livestream von OK 54. Da sind zwei Fragen gekommen, die ich jetzt hier vertreten stellen möchte. Das ist nicht meine Frage, sondern aus dem Teilnehmerkreis. Also von daher, ich bin nur der Überbrücker der Nachrichten. Eine Frage, das geht in Richtung des öffentlichen Nahverkehrs. Wir haben jetzt da die Nachricht in der Zeitung gehabt, dass die Linie 14 eingestellt worden ist. Wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen. Vielleicht da eine Rückmeldung der Herr Wagner. Und dann die zweite Frage, die will ich kurz schon stellen. Vielleicht können Sie, Herr Helling, darauf reagieren. Wir sind ja so ein bisschen im Spannungsfeld. Auf der einen Seite versuchen wir als Hochschule und auch die Universität natürlich immer Studierende zu gewinnen. Gleichzeitig hatten wir jetzt ja gerade schon das Thema, wir haben das Problem, es gibt auch zu wenig Handwerkerinnen, Handwerker und Busfahrerinnen, Busfahrer. Also Linie 14 ist das Problem. Warum fährt die nicht mehr? Stadtwerke haben kein Personal mehr. Wie lösen wir als Hochschule dieses Problem, dass wir immer stärker graben in den klassischen Ausbildungsberufen? Also, wer jetzt in welcher Reihenfolge? Also fangen wir mit der ersten Frage an, mit der Linie 14. Das passt vielleicht ganz gut. Wer hätte gedacht, dass so ein grundsätzliches Zusammenkommen heute so eine tagesaktuelle Thematik haben wird? Ich freue mich aber sehr, dass, glaube ich, seit 4 Stunden das Thema soweit klar ist, dass ich darüber reden kann, es Ihnen das mit als Erste hier bekannt zu geben. Also, was geschah? Soweit ich es jetzt nacherzählen kann, der ehemalige Kollege Michael Schröder, den habe ich dann Freitagabend 19.30 Uhr, so viel zum Thema Altruismus, am Handy erreicht, nachdem ich über den Newsletter der Stadtwerke, den sollten Sie alle abonnieren, dann sind Sie auf dem Laufenden, erfahren habe, dass die Linie eingestellt habe, gefragt habe, was ihn denn dann treibt. Und seine ehrliche Antwort war die Not. Und seine Kenntnis dieser Misere war zu dem Zeitpunkt auch noch keine 24 Stunden alt. Also, irgendwann im Laufe des Donnerstags sind bei den Stadtwerken die Nachricht aufgepoppt, es kam die so und so vielte Krankmeldung, die so und so vielte, und dann war es eine zu viel. Da mussten die Stadtwerke handeln. Auch wenn ich das Handeln in der Abstimmung nicht gut heiße, kann ich das als Geschäftsführer nachvollziehen. Wenn du irgendwann keine Leute mehr hast, kannst du auch einen Job nicht machen. Und dann haben die Stadtwerke was ganz Schlichtes getan. Sie haben sich alle ihre Linien angeguckt und haben gesagt, eine gibt es, die mit keiner anderen verbunden ist in irgendeiner Form. Das war die 14. Damit hatten wir eine Niete gezogen. Also Stadtwerke und Studiwerk da als Vertragspartner, sage ich mal, sind wir da verbunden. Das hat mich, wie Sie merken, nicht sehr erfreut. Dann haben wir bis heute Vormittag nach Lösungen gesucht. Es kommt wie folgt. Die Linie 14 ist schlichtweg nicht zu betreiben. Fakt ist, dass in der Zwischenzeit durch die Installation dieser Regionalbuslinien in unserer Region hier Linienbündel in die Eifel fahren, die es vorher nicht gab und die alle en passant, das war damals nicht der Plan, aber immer auch die Hochschule mit erfassen, und zwar an der Haltestelle an der Hochschule. Ich habe ein Live-Video auf meinem Handy von meinem PR-Mann, der dann heute gefilmt hat, wie weit der Extraweg ist. Also 1 Minute 24 und 150 Meter trennen uns jetzt von der Haltestelle der Linie 14 und der an der Bitburger. So, das ist der Zusatz, der jetzt besteht, wenn der Wegfall der Linie 14 zu akzeptieren ist, für alle, die diese anderen Busse nutzen und damit auch noch zur Hochschule kommen können. Okay. Dann haben wir Menschen, die mobilitätseingeschränkter sind als die Durchschnittsbevölkerung. Für die haben wir jetzt eine Lösung herausverhandelt, mit der ich ganz zufrieden bin. Die kriegen nämlich das Taxi bezahlt von den Stadtwerken. Also, ganz voll im Ernst, Mobilitäts-
behinderte Nutzerinnen der Linie 14 können ihre Taxirechnung von zu Hause zur Hochschule und zurück bei den Stadtwerken einreichen und bekommen es erstattet. So, und am Ende ist das jetzt, wie das Leben so spielt. Ja, wir haben bis Ende des Jahres keine 14. Die anderen Linien stehen zur Verfügung, fahren in 150 Meter Abstand an der anderen Haltestelle vorbei. Und diesen Mehrweg, den müssen wir jetzt irgendwie schultern. Mit dem Verweis darauf, und das gehört bei einer Fachmannschaft auch dazu, als die Linie 14 dazu kam, als die Regionalbuslinie dazu kam, habe ich auch nicht bei Herrn Schröder angerufen und gesagt, hey, komm, wir legen noch was drauf in Sachen Semesterticket. Also bei einem Pauschaldeal ist das so, wir haben alle diese Dinge en plus bekommen und haben nichts bezahlt. Jetzt fallen zwei Monate die eine Linie weg und wird durch andere ersetzt. Da finde ich, gehört zu einer fairen Partnerschaft, dass man das dann auch akzeptiert und aushält in der beschriebenen Art und Weise. So, so viel zum Thema Linie 14 von mir. Sie wollten sich dann noch was dazu sagen. Ja, für mich ist das tatsächlich wirklich schrecklich, diese Nachricht. Ich weiß, dass sie kurzfristig kam. Ich verstehe auch die Gründe. Ich kann sie voll und ganz nachvollziehen. Und zugleich wollen wir genau mit solchen Veranstaltungen wie heute und anderen Maßnahmen unsere Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit. Also ich fahre selbst ab und an Bus, wenn ich keine Anschlusstermine habe, allein um im Bus sichtbar zu sein, Bus zu fahren und auch dieses Erlebnis zu haben. Und genau, dass diese Linie, die bis zur Hochschule fährt, wo man eben gerade nicht an der Bitburger, ja, wenn Massen dort aussteigen, es wird wirklich gefährlich. Ne? Also der Weg ist kurz, ja, aber Bitburger ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und das ist natürlich, wenn wir solche Nachhaltigkeitsbestrebungen haben, die wir heute besprechen, die Studierenden verstehen das nicht sofort. Klar, es liegt an den Erkrankungen, deswegen kann ich es verstehen, aber bei den Studierenden wird es schwer, das zu vermitteln. Deswegen haben wir eben auch heute gesagt, wir wollen die Studierenden jetzt auf jeden Fall zeitnah informieren, damit sie Kenntnis davon haben. Mein Vorschlag zur Lösung, eine Seilbahn mit mobilen Systemen, die sich abhängen. Da braucht man keine Busfahrer, die fahren autonom. Da braucht man diejenigen, die das studiert haben und die Technik verstehen. Das kann tatsächlich, also wenn wir über sowas nachdenken, die Lösung für solche Probleme sein, um das nochmal anzusprechen an der Stelle. Ich möchte jetzt gerne, weil ich auch weiß, dass Sie weg müssen, ein bisschen springen. Vielleicht, also ich habe zwar noch Fragen, also es kam jetzt eh ein bisschen... Die Fragen mit den Auszubildenden. Genau. Die Auszubildenden, ja. Eine zweite Frage. Ja, natürlich, mhm, klar. Stimmt, ja. Ja, die ist schwierig in diesem Kontext wirklich zu beantworten, weil man kann mal fragen, was hat Nachhaltigkeit im Bildungssystem zu tun, auch mit der Quote derer, die anfangen ein Studium und derer, die ein Studium abschließen. Und die ist... in Summe nicht so gut, weil eigentlich immer mehr junge Leute an die Hochschulen gedrängt werden. Wir machen das auch aus einer Not heraus. Wir werden nämlich danach bezahlt, wie viele Studierende wir gewinnen an der Uni, an der Hochschule. Und da müssen wir dran arbeiten, halt möglichst viele zu kriegen oder ein bestimmtes Maß nicht zu unterschreiten, damit wir unsere Finanzierung auf sichere Beine stellen. In der Folge sehen wir trotzdem ab und zu junge Leute, die ein Studium beginnen und die offensichtlich dazu, und das merken sie meistens nicht gleich, sondern ein bisschen später, nicht wirklich qualifiziert sind. Und da wären wir gesellschaftlich sicherlich besser bedient. Wir würden die zunächst mal auf jeden Fall in eine Ausbildung bringen. Wir haben auch früher an den Fachhochschulen ganz, ganz viele junge Leute gehabt, die, bevor sie das Studium an der Fachhochschule aufgenommen haben, eine berufliche Ausbildung gemacht haben und damit sich eigentlich viel besser im Berufsleben etabliert haben und eine Struktur bekamen und dann wollten und willig waren und so weit und auch so reif waren, den nächsten Schritt zu gehen. Man sieht diese Qualifikation, die besondere, auch in dualen Studienangeboten, die die Hochschulen anbieten. Da haben wir auch oftmals viel mehr Zug drin, weil die Erwartung des Praxispartners noch daneben steht. Und dann bringen die jungen Leute auch ihre Motivation besser heraus und kommen im Studium besser klar. Wir können aber hier nicht irgendwo eine Grenze aufbauen, sondern da muss sich auch jeder irgendwie ein bisschen selbst entscheiden. Und es muss sozusagen Berufsorientierung geleistet werden. Und da ist dann die Schnittstelle zu den Schulen wieder so wichtig, dass wir deutlich darlegen, was heißt es, ein Studium zu machen, welche Möglichkeiten gibt es. Und da wollte ich vorhin bei dem Thema Kinderuni schon einhaken. Das ist ein Thema, was gerade bei uns wieder losgelaufen ist. Wir schicken gerade Studierende in die Schulen, die machen dort Kinder-Uni-Workshops zur Kreislaufwirtschaft. Ganz konkret vor Ort, das ist gerade heute gestartet, wir werden über 700 Kinder erreichen in Corona-Zeiten. In Nicht-Corona-Zeiten kommen über 1000 Kinder in zwei Tagen auf den Umweltcampus und setzen sich mit der Chemie, mit einer Showvorführung unserer Campus-Hexe und in Workshops mit Themen der Nachhaltigkeit auseinander, die sie im Klassenverband besuchen. Und das sind so Themen, die einfach diese Nähe zu den Schulen schaffen und die auch große Anzahlen schaffen und wo man strukturierte Zusammenarbeiten hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Antwort auf Ihre Frage. Man braucht
Modelle, die strukturiert sind, die bei den Partnern auch etabliert sind, die jedes Jahr in der gleichen Art und Weise umgesetzt werden. Das minimiert den Organisationsaufwand natürlich immens. Und wenn man Glück hat, findet man noch einen guten Partner aus der Wirtschaft, der sowas ein bisschen unterstützt. Bei der Kinderuni sind bei uns ist der Verband der Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz dabei, gibt uns ein bisschen Geld, um das sozusagen umzusetzen und spannend zu machen für die Schüler, das Material zu kaufen für die Experimente auf der Bühne. Das sind ja alles so Dinge, die man zusätzlich braucht. Da muss man manchmal auch an anderer Stelle ein bisschen graben, um Geld zu finden für solche Dinge. Und die Rolle der Studierenden bei der Bewältigung dieser Zusatzaufgaben, die sollte man nicht unterschätzen. Die Studierenden sind auch sehr motiviert, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben ein Green Office bei uns am Umweltcampus, das es jetzt auf die Beine oder das jetzt auf die Beine gestellt hat, eine Woche der Nachhaltigkeit, zu der alle rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen eingeladen sind. Die wird gefördert von unserem Verbraucherschutzministerium, immerhin mit 10.000 Euro. Wir werden vom 29.11. an das Thema nachhaltiger Konsum an 5 Standorten an Hochschulen und Universitäten in Rheinland-Pfalz bedienen. Hier in Trier wird es das Thema nachhaltige Mode sein, am 30.11. bei uns in Birkenfeld Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das sind so Themen, wo wir die Studierenden ansprechen, aber das ist organisiert und entwickelt von Studierenden. Das gab es letztes Jahr zum ersten Mal in dieser Form auch übergreifend von verschiedenen Hochschulen in Rheinland-Pfalz aufgesetzt. Und diese Chance, Studierende dort mitzunehmen, das ist auch etwas, was uns hilft, auch bei der Kinderuni Kreislaufwirtschaft. Die Workshops in den Hochschulen machen Studierende. Wir haben sie trainiert, wir haben sie vorbereitet und dann machen sie das selbstständig. Und sie lernen ganz viel dabei und arbeiten auf Augenhöhe mit den Schülern. Und das ist so spannend dabei und das wollte ich ganz gerne noch unterbringen. Und zum Thema ÖPNV, da könnte ich jetzt mal fragen, wie lange braucht man eigentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Trier nach Birkenfeld? Und ich sage Ihnen, über 2 Stunden. Das ist unglaublich. Also da ist auch noch eine Baustelle. ÖPNV, also der Herr Wagner ist ja nicht nur, kennt nicht nur alle Busfahrpläne, glaube ich, auswendig, sondern ist ja auch der Mensa-Mann. Und solange er noch da ist, möchte ich das unbedingt noch loswerden, weil das ist eine Frage, die ist hier von unzähligen Leuten eingereicht worden. Sie können sich vorstellen, ja, um was es geht. Und ich konnte es ehrlich gesagt auch nicht so ganz glauben, weil wir haben gehört, Umweltpreis fürs Studiwerk. Und zurzeit wird das Essen in Einwegverpackungen ausgegeben. Warum? Oder Mehrweg. Aber da kommen wir noch zu. Also, ich greife mal zu der Box, dramaturgisch, aber fange ganz vorne an. Also, ich habe heute noch eine Mail bekommen, da steht ein ganz entscheidendes Wort drin, normal. Ist doch alles wieder normal? Nee, gar nichts ist normal. Wir haben 30%, weniger als 30% Nachfrage in der Mensa Schneidershof und weniger als 40% an der Uni Trier bezogen auf die Erstsemesterwochen im Jahr 2019. Also da bitte ich um ein bisschen Verständnis für so einen Mensamann, dass das Thema normal sich auch an solchen Fragen messen muss. Und das ist unnormal, dass man ein Drittel oder weniger als die Hälfte Nachfrage hat. Und wir reden überhaupt nicht über Geschirr, wir reden über Spülmaschinen. Und bitte, wenn Sie jetzt Spülmaschine hören, löschen Sie jeden Gedanken an Ihre Küche zu Hause. Ja? Bei uns heißt Spülmaschine raumfüllend, groß küchentechnische Anlage. Wir ballern da in einer Stunde 500 Liter Wasser durch. Ja, die laufen am Tag 3-4 Stunden. Wegen dieser Veranstaltung bin ich ja total fit in Sachen Reinigungsmitteln. Ich habe mich noch nie so tief eingelesen. Also was wir da reindosieren, wollen Sie auch nicht noch annähernd probieren. Wir haben einen riesen Heizenergieaufwand, wir haben Elektrizität hinten dran und das, weil wir hier im Nachhaltigkeitskontext sind, lasse ich mal bei dem Thema stoppen. Ich rede mal gar nicht über andere Kosten, die damit verbunden sind. Also, als Umweltpreisträger und dem Bewusstsein und dem Selbstbewusstsein sage ich Ihnen, wäre es der helle Wahnsinn, jetzt diese Maschinen laufen zu lassen. Es macht wirklich keinen Sinn. Und diese Einwegschalen, die wir jetzt haben, habe ich auch nochmal Daten mir nachgeguckt, CO2-neutrale Produktion, vollkommen kompostierbar. Wir haben nach Inspiration von Frau Schumann, muss man Quellen nennen, ja, haben wir uns dazu entschieden, unser Mehrweg Besteck wieder rauszulegen, weil das können wir ohne diese großen Spülmaschinen, ich sage nicht wie, aber wir machen es, jetzt spülen. Ja? Aber das geht bei den paar hundert Geschirrteilen oder Gedecken, wie wir sie nennen, geht das einfach nicht. Und jeden Einzelnen, den das Umweltbewusstsein zu stark drückt
Und wissen Sie, warum die so doof aussieht? Weil ich habe sie gerade eben benutzt. Ja? Ich habe wunderbar Alaska Seelachsfilet, die Kollegen haben wieder toll gekocht heute Mittag hier unten. Ich habe es getan, hey. Ja? Ich habe so eine Box, weil ich finde es auch doof mit dem Müll. Und all denen, die mir lange Mails schreiben, wenn die derzeit so eine Ding hier spülen würden, die wären ja schon mal 2 Wochen gespült. Ja? Also da, liebe Leute, ich verstehe das Missverständnis sehr gut und ich habe auch keinen Bock auf den Müll. Aber solange wir nicht wieder bei normal sind, ja, und ich weiß, was normal ist, dann melden mich nämlich meine Küchenleiter zurück. Wir haben wieder Gäste. Und das kann doch nur dann sein, wenn nicht die Tische 1,50 auseinanderstehen müssen. Ich weiß nicht, ob das noch alle verstanden haben. Wir sind in einer Pandemie. Sorry. Ja. Und die hat Auswirkungen. Die hat auch Auswirkungen auf so eine Großgastronomie wie die Mensa. Deswegen, wir tun das weder leichtfertig noch irgendwie ignorant, sondern wir tun das in dem Bewusstsein, dass das auch aus Sicht der Nachhaltigkeit wirklich die beste Lösung ist. Auch wenn das nicht direkt verständlich ist. Aber das Tolle ist, ich habe es doch bisher jedem erklären können in der Mail, es gibt sogar richtige Fans mittlerweile, ja? die haben es verstanden. Ich finde es gut, dass wir es nämlich lassen, dieses normale Geschirr. Ich glaube, da steckt viel mehr eine Sehnsucht nach Normalität dahinter, als die Idee im Studiwerk wegen Einweggeschirr jetzt mal in die Seite zu fahren. Wir werden also dabei bleiben, bis das Wort normal für die Mensa wieder normal bedeutet. Das ist die harte Nachricht, die ich habe. Und als ein guter Grund für alle, die noch zögern, sich sofort so eine Box zuzulegen. 5 Euro, die erste Füllung geht aufs Studiwerk. Übrigens zu 40% aus nachhaltigem Holz gefertigt. So, noch eine Frage? Ja, es gibt noch eine Frage. Ja. Und zwar zum Essensangebot von der lokalen Agenda 21. Die Frage, wie kann man besser nachhaltiges Essensangebot in den Mensen etablieren? Also wurde ja eben auch schon mal angesprochen, vegetarische, vegane, regionale und saisonale Produkte. Gibt es da die Möglichkeit, dass man das besser auch bewirbt und dass man das auch vielleicht preislich ein bisschen runterdrücken kann, dass die Sachen günstiger sind? Der war gut. Ja. Nee, also nochmal zurück auf normal. Lokale Agenda 21 Studiwerk kommunizieren sonst eigentlich direkt miteinander. Und wir haben zum Beispiel miteinander einen wunderbaren Flop produziert. Ich bin noch heute stolz drauf. Wir haben in unserem Burger Narrator, der macht nämlich 16 Billionen Burger-Varianten, falls Sie mal auf eine spezielle Lust haben, buchen Sie einfach bei uns elektronisch. Wir haben zusammen einen nachhaltigen Burger geschaffen. Das war ein Aufwand, bis wir den Käse in der richtigen Form hatten. Und hast du nicht gesehen, das Ding lag wie ein Dodo. Das wollte keiner haben. Ja? Und wir machen es immer wieder, keine Sorge, das bringt mich nicht weg vom Weg. Aber wir sind wirklich dran an dem Thema Nachhaltigkeit. Bei uns ist jedes Ei aus käfigfreier Haltung, der Fisch nur aus nachhaltiger Wirtschaft. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein Häuserkampf. Ja? Jedes einzelne Produkt, das oft unter meinem Antrieb dann in einer bestimmten Qualität dann genormt nur noch beschafft wird, erhöht unser Problem beim Preis. Da können wir nicht raus aus der Nummer. Also bei uns ist der Wareneinsatz, wir sind ein Sozialunternehmen, ist eine brutale Größe. Und wir können da Schwärmereien, können wir uns einfach nicht leisten im Sinne von in der Verantwortung gegenüber den Studierenden. Und das, wir verhandeln das jeden Tag neu im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe 2 sehr coole Kolleginnen, die bei uns den Einkauf machen für die Produkte der Mensa und alles andere auch. Und wir haben ganz starke, gute Beziehungen zur Originalmarke Eifel. Und wir versuchen das bei allen Gelegenheiten, die sich bieten. Am Ende ist es nicht finanzierbar. Also auch ein Studierendenwerk könnte ich als Geschäftsführer hier zum Thema Zuschussentwicklung was erzählen. Wobei, wer schnell erzählt, weil tut sich nichts. Also deswegen muss man, glaube ich, an der Stelle ein bisschen, hoffe ich, noch Geduld mit uns haben oder auch Verständnis, dass wir das Machbare tun. Ich würde selber jeden Tag noch ein bisschen mehr machen wollen. Aber das, was dann in diese grüne Schale die nächsten Monate kommt, muss am Ende irgendwie auch für einen Studierenden, der wirtschaftlich knapp dran ist, auch zu erwerben sein. Das steht wirklich bei uns als Mission um drüber. Wir sind um 1900 erfunden worden als studentische Selbsthilfevereine und diese DNA ist noch ein bisschen bei uns spürbar und das merkt man dann auch hoffentlich in der Preisbildung. Einen habe ich noch zum Thema Mensa und zwar die Frage der Asta. Was passiert eigentlich mit den übrig gebliebenen Lebensmitteln? Gibt es da oder wäre da eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Tafel möglich? Ja, dazu gibt es mal eine. Ich erzähle auch gern von gescheiterten Projekten. Ich finde, das macht einen auch glaubwürdig. Wir hatten eine Bachelorarbeit zusammen mit der Hochschule vor einigen Jahren zu dem Thema. Die hat überhaupt nichts hinterlassen, womit wir hätten arbeiten können. Also der Mensch hat alles gegeben, aber nichts gebracht. Kann ja mal schiefgehen. Ist ja okay. Ja. Was wir tun, bei uns heißen diese Produkte Restanten. Ist nicht wirklich sexy, aber die heißen so. Und die kommen am nächsten Tag, stellen wir die dazu. Also alles, was wir aus unserer Sicht nochmal als wiederverwertbar erkennen, und das ist unsere Hygienebeauftragte spaßfreie Zone, das stellen wir nochmal dazu.
Und danach ist es auch nicht mehr für die Tafel geeignet. Also wir sehen uns eigentlich in dieser Position, dass wir diese Tafelfunktion selbst für die Studierenden übernehmen. Dass wir sagen, warum sollten wir das, was noch gut verwertbar ist, an eine Tafel geben? Wir haben doch nächsten Tag wieder, Gott sei Dank, immer noch ein paar hundert, aber es sind halt nur ein paar hundert, ein paar tausend Gäste da vor uns stehen. Und denen bieten wir das mit an, mit dem charmanten Begriff Restant bei uns im Haus betitelt. Da muss man am Wording, glaube ich, auch noch ein bisschen arbeiten. Aber das ist es im Kern zur Frage mit der Tafel. Sonst hätten wir gar kein Problem, auch mit der Tafel zu kooperieren. Okay, dann denke ich, haben wir das Thema Mensa, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann abgeschlossen. Und dann würde ich gerne weitermachen mit dem Thema Gebäude an Universität und Hochschule. Da sind auch viele Fragen zugekommen. Einmal konkret von Professor Heinrich von der Hochschule Trier. Er fragt, inwieweit steht eine energetische Sanierung der Gebäude A und B am Hauptcampus zur Debatte? Ja, wir sind ja nicht selbst unser eigener Bauherr. Wir bauen ja bewusst, mit dem LBB. Ja, deswegen sind wir da immer tatsächlich auf unsere Kooperationspartner auch angewiesen. Es steht eine Sanierung der Gebäude A und B an. Das ist auch eingeplant. Das folgt einer Logik. Hier am Campus Gestaltung wird die Staatsanwaltschaft wieder hergerichtet. Wenn die hergerichtet ist, dann kann ein Fachbereich vom Hauptcampus in die Stadt ziehen. Und dann ist ein Gebäude frei, um genau diese ganzen Umzugsmaßnahmen durchzuführen. Und die Sanierung steht an. Und ich bin davon überzeugt, weil es bis dahin ja noch ein wenig Zeit ist, dass möglicherweise auch neue Impulse des Landes oder des Bundes auch dort mit verarbeitet werden können, je nachdem, welche Konjunkturpakete oder Ähnliches kommen. Aber zu der Zeit, denke ich, wird das dann auch nochmal mitgedacht werden. Aber es steht an, noch nicht morgen, noch nicht nächstes Jahr. Wir müssen leider noch ein wenig Geduld haben. Aber das ist mit ein Grund, warum wir bei den Baumaßnahmen sagen, dass hier am Campus Gestaltung im Moment Staatsanwaltschaft erste Priorität hat. Weil alle Baumaßnahmen, die dann folgen, sind davon abhängig, dass diese Umzugsmaßnahmen stattfinden. Mhm. Das ist ja auch ein Thema an der Universität, da wird ja auch ständig saniert. Noch mal zu Herrn Seeger. Ich habe zu Beginn meiner zweiten Amtszeit gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn das Sanierungsvorhaben Campus 2 im Jahr 2023 beendet sein wird. Aktueller Stand, Herr Seeger, ist jetzt irgendwann im Laufe des Jahres 2024. Also das ist aber das zeigt zugleich, also man hätte, wenn man dazu in der Lage gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts doch die Entscheidung treffen sollen, neu bauen statt umbauen. In diesem Fall hat man sich für umbauen entschieden. Und diese Entscheidung des Umbauens oder des Sanierens ist bei Anlagen wie Universitäten oder Hochschulen, die, jetzt nehmen wir mal die Trierer Universität als Beispiel, da oben jetzt knapp 42 Jahre steht, denn vorher war sie ja auch auf Schneidershof, da muss man die Frage der Nachhaltigkeit in zwei Richtungen sehen. Also kann man wirklich die Entscheidung treffen, das Gebäude muss weg und man stellt ein neues hin. Das beginnt auch zum Beispiel bei der Fernwärmeheizung auf unserem Campus. Kann das weg? Wer sagt, das kann weg, der entscheidet gleichzeitig, dass die gesamte Universität neu untergraben werden muss. Denn irgendwie muss die Energie auch in diese Gebäude kommen. Also es sind sehr, sehr große Vorhaben, über die wir dort sprechen. Trotzdem versuchen wir jetzt über den Hochschulentwicklungsplan dem Land zu signalisieren, dass wir neue Fläche benötigen. Also Studierende können zum Beispiel gegenwärtig an unserer Universität, also wir sind nicht dazu da, dass Partys gefeiert werden, aber das gehört nun mal dazu. Es geht aktuell nicht. Das Gebäude AB, das erste Gebäude, das damals gebaut wurde, ist im Grunde genommen in einem Zustand, der, ja, also man muss es in irgendeiner Form sanieren. Aber das beginnt bei sehr essentiellen Fragen des Brandschutzes, die nicht so einfach zu lösen sind. Das hat man vor vielen Jahren noch entspannter gesehen. Ein Gebäude D, das kennen die wenigsten von Ihnen nicht, architektonisch wahrscheinlich das Interessanteste auf dem Campus insgesamt, würde wahrscheinlich heute vom Brandschutz gar nicht mehr genehmigt werden, weil der Erste geht rein und sagt, erster Kamineffekt, zweiter Kamineffekt, dritter Kamineffekt, vierter Kamineffekt. Damals hat man gedacht, wir bauen offen mit vielen Treppenhäusern, die ähnlich wie bei Mauritz Escher mal nach oben und nach unten laufen. Und wenn heute ein solches Gebäude besichtigt wird oder begutachtet wird, spielt diese architektonische Komponente überhaupt keine Rolle. Und das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Wir brauchen neue Flächen. Aber wir müssen auch gleichzeitig sanieren und solche Vorhaben dauern sehr, sehr lange. Professor König von der Hochschule und die AStA haben gefragt,
Kann man denn nicht zum Beispiel Fassaden begrünen? Ist das ein Thema an der Hochschule oder an der Universität? Kann man möglicherweise, ja, aber da müssen wir auch immer auf die Bauherrenschaft verweisen, nicht wahr? Das hängt ja immer davon ab, was schreibt man aus, wie schreibt man auf, an wen werden die Aufträge vergeben? Möglicherweise besteht, also ich kann nicht genau darauf antworten, da tatsächlich ja auch die Planung, also die folgen ja auf dem Hauptcampus bei uns einer Logik, dass die Gebäude C und D bereits saniert sind und die Gebäude A und B zwar energetisch wertvoller, aber ja doch in ähnlichem Design gestaltet werden sollen. Das Design des Campus ist fertig. Da passt so eine Begrünung nicht. An anderen Orten bauen wir dann auch mal Holzbauten, weil sie dann da passen an diesem Ort. Aber gerade auf dem Schneidershof in dieser Logik A, B, C, D, die alle im Design einer Gesamtlogik des Campus folgen, da müsste man tatsächlich sehr eintauchen, auch gemeinsam mit dem LBB, um das durchzusprechen. Aber es ist im Moment nicht in Planung, eine Begrünung der Außen. Man könnte es ja auch anstoßen. Also klar, der LBB ist Bauherr dann, aber also da gibt es aber im Moment keine Was wir gerade aktiv anstoßen, ist, dass wir schon mal damit beginnen, Solarzellen auf die Dächer. Also am Umweltcampus ist das ja ausgestattet, aber dass wir eben bei uns am Schneidershof eben wahrscheinlich mal beginnen werden mit der Turnhalle als ein erstes Projekt, ne? Und mit den Solarzellen auf dem Dach leistet man dann ja einen anderen energetischen Beitrag, der aber auch wertvoll ist. Und ich denke, da wird noch eine ganze Menge folgen in der nächsten Zeit. Das ist auch noch eine Frage hier gewesen. Ist das an der Uni, wie sieht es da aus mit Solarzellen? Also wir haben ja 2013 diesen schönen Preis bekommen von den Landschaftsarchitekten Deutschlands und wir versuchen jetzt die Grünflächen, die wir haben, in ihrer Nutzung so zu verändern, dass es nicht zum Nachteil der Studierenden ausfällt, also dass man jetzt sich zum Beispiel nicht mehr am Teich aufhalten kann oder ähnliche Dinge, aber wir haben bestimmte Bereiche, die werden zukünftig als Streuobstwiesen ausgewiesen. Es gibt Bereiche, die werden nicht mehr gemäht und so weiter und so weiter. Also da versuchen wir schon einiges zu machen. Und was die Energieeffizienz der Gebäude angeht, muss man sagen, dass dank der Stadtwerke hier in Trier wir eigentlich in der Vergangenheit schon einen relativ guten Energiemix hatten. Also dass der Anteil der grünen Energie bei der Versorgung des Campus der Universität vergleichsweise hoch ist. Also ich weiß natürlich nicht immer, was in die Leitung eingespeist wird, ob das wirklich von Wasserkraftwerken oder Windparks und so weiter kommt, aber zumindest ist es in dieser Art und Weise als Mix bestellt worden. Aber die Kolleginnen sind ja heute auch hier, die diese Probleme viel besser beurteilen können als ich. Wir versuchen, die Energiebilanz der Gebäude, auch gerade dieser älteren Gebäude, so gut es geht, zu optimieren. Professor Bucher hat sich gerade gemeldet. Wenn man jetzt alles gehört hat, was so dargestellt worden ist, dann hat man den Eindruck, dass unglaublich viel passiert. Man hat aber auch den Eindruck, den Frau Singer-Brodowski formuliert hat, dass es ein Flickenteppich ist. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich sowohl die universitäre Perspektive kenne, als auch jetzt die kommunale und zivilgesellschaftliche Perspektive. Und da gewinnt man den Eindruck, dass irgendwie die Kommunikation zwischen den Hochschulen einerseits und der kommunalen Welt nicht optimal funktioniert. Also wenn ich jetzt das kleine Beispiel nehme von den Lectures for Future, dass da offensichtlich der Eindruck entsteht, wir laufen gegen die Wand, dann ist es natürlich zunächst mal ein Kommunikationsproblem. Insofern wäre meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, eine zentrale Anlaufstelle an der Universität für das Thema Nachhaltigkeit zu installieren? Also beispielsweise bei einem Vizepräsidenten oder bei, die Stadt hat jetzt immerhin die Klimamanager als eine Anlaufstelle für die Fokussierung von solchen Fragen gewählt. Wäre es nicht sinnvoll, einen Klimamanager, Klimamanagerin für die Hochschulen zu etablieren, der dann all diese Dinge koordinieren könnte? Weil momentan bin ich ein bisschen unzufrieden mit der Diskussion, weil die Befunde, was klimamäßig passiert, sind eigentlich katastrophal. Und der Eindruck, der hier entsteht, alles easy, alles okay, wir machen schon so viel. Aber im Grunde genommen ist doch die Frage, warum passiert dann definitiv vom Output zu wenig? Und eventuell wäre ein kleiner Schritt in diese Richtung doch die Möglichkeit zu sagen,
wir müssen weg von diesem Klein-Klein und 1000 Einzelaktionen hin zu einer stärkeren Konzentration. Und das wäre für mich die zentrale Überlegung, nochmal zu fragen, wie können wir die Dinge jetzt besser unter einen Hut bringen, wie können wir Anlaufstellen schaffen, wo die Fragen gebündelt werden und wo dann eben zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen Hochschulen, Zivilgesellschaft und der Kommune selber besser in die Gänge kommt. Also vom Ansatz her würde ich das auch begrüßen, nur nehme ich das nicht als klein-klein wahr, was da gemacht wird, sondern das sind eben arbeitsteilig organisierte Bereiche, die für sich alle bestimmte Vorgaben haben und das versuchen umzusetzen. Ob das jetzt in der praktischen Umsetzung dadurch besser wird, dass eine Universität oder Hochschule eine Person oder eine Abteilung hat, die in Zukunft nur diesen Auftrag hat, das entsprechend zu koordinieren, das müssten wir mal diskutieren. Also wenn das Land auch bereit ist, sich in diese Richtung zu engagieren. Ich kann nur das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Wir sind ständig aufgefordert, neue Stellen, auch gerade im Bereich der Drittmittelförderung, einzurichten, damit wir überhaupt noch drittmittelfähig bleiben. Ja. Ein Thema, das mich interessieren würde, weil wir sind eine Hochschule und eine Universität, wie sieht eigentlich in Zukunft nachhaltiges internationales Studieren aus? Wir können doch nicht ernsthaft aufgrund der Pandemie zu dem Ergebnis kommen, dass man in Zukunft nicht mehr in die Vereinigten Staaten fliegen darf oder Ähnliches. Oder mit dem Schiff wird es auch nicht klimaneutral ausgehen. Aber da laufen momentan Entwicklungen, wo man sich fragen muss, werden wir zurück auf die Scholle geworfen, was das Studieren angeht. Also das sind Themen, Frau Rosa ist heute auch hier, wo man überlegen muss, was ist die Aufgabe einer Hochschule und einer Universität. Ja. Also ich habe immer die Primärfunktion im Blick. Wir sind für das Thema Bildung, für Lehre und Forschung zuständig. Und indem wir dies tun, wollen wir auch unseren Beitrag über die Gebäude, die Liegenschaften und was wir alles haben, wie wir uns bewegen, zu einer nachhaltigen Umwelt beizutragen. Aber es gibt eben auch Kernaufgaben der Universität und Hochschule, zum Beispiel im Internationalen, wo wir momentan nicht wissen, wie wir an das Niveau der Vorzeit anknüpfen können. Das sind für mich genauso wichtige Fragen wie Klimamanager. Das ist natürlich eine absolut zentrale Frage, die Sie gestellt haben. Deswegen gleich mehrere Wortmeldungen. Ich mache es jetzt mal in der Reihenfolge, wie Sie sich gemeldet haben. Professor Helling, Professor Peters, Frau Wolf und aus dem Publikum. Und dann. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben, nämlich die Frage, wie sehen Governance-Strukturen aus innerhalb der Hochschule, um das Thema Nachhaltigkeit auch zu treiben. Ein wesentlicher Schlüssel kann dabei sein, schon mal die Nachhaltigkeitsleistungen einer Einrichtung zusammenzufassen. Das macht man ja in einem Nachhaltigkeitsbericht. Am Umweltcampus wird der seit 2011 durch Studierende, durch Masterstudierende in Projekten erstellt. Ich begleite das. Ich bin seit der Zeit auch Nachhaltigkeitsbeauftragter am Umweltcampus. Wir haben einen Nachhaltigkeitsrat eingerichtet. Wir verabschieden jährlich Ziele, wohin wir uns entwickeln wollen und messen auch die Erreichung und berichten in den Nachhaltigkeitsberichten darüber, was alles passiert ist. Und ich glaube, dieses Kaleidoskop, was entsteht, wenn eine Institution sich entscheidet, einen solchen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Und Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen ist bei weitem nicht etabliert in Deutschland. Das muss man mal sagen. Nur 10% aller Hochschulen, etwa 40 von den 400, schreiben und veröffentlichen regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte. Da ist also noch ganz, ganz viel zu tun. Aber ich glaube schon, dass man auch folgend der Verankerung von Nachhaltigkeit in der Strategie, was ich ja jetzt auch von Ihnen und von uns weiß ich das vernommen habe, dass das noch stärker passieren soll, auch in dem Hochschulentwicklungsplan, dass Nachhaltigkeit und die Verantwortung dort herausgestellt wird, dann muss man auch im nächsten Schritt den Weg gehen, das messbar und gesteuert in der Strategie umzusetzen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sich Hochschulen wirklich entwickeln können und wo das Thema Nachhaltigkeit auch in das Kerngeschäft der Hochschulen rein muss. Sonst wird es ähnlich wie viele Unternehmen, die von Nachhaltigkeit sprechen, eher zu einem Greenwashing. Ich muss mein Kerngeschäft dort nachhaltig ausgestalten und kleiner Ansatz zum Thema Internationalisierung, total wichtig und es darf nicht sein, dass Hochschulen und Hochschulangehörige nicht mehr reisen und Studierende nicht mehr reisen. Das muss passieren. Man muss sich der Klimabelastung bewusst sein. Es müsste beispielsweise ermöglicht werden, die Kompensation der Flugreise auch über die Dienstreiseabrechnung mit abzurechnen. In einem Land, das bis 2030 sich eine nachhaltige Landesverwaltung, und dazu gehören wir als Universitäten und Hochschulen, auf die Agenda geschrieben hat,
ist sowas notwendig. Da müssen wir diese Schritte gehen, da muss das Land das auch entsprechend anpassen, da muss man an die Reisekostengesetze ran und muss solche Dinge eben ermöglichen. Und da gibt es auch sowas wie eine Dynamik, die entstehen muss über alle Hochschulen hinweg. Ja, Herr Helwig hat es jetzt so ein bisschen vorweggenommen, was ich auch noch mal betonen wollte. Denn in der Tat ist es so, dass im Klimaschutzkonzept des Landes Rheinland-Pfalz die klimaneutrale Landesverwaltung als Ziel gesetzt ist. Und, bis 2030 kann man sich, ne, ist das gesetzt, ja. Ne? Genau, und da kann man sich ja schon dann auch so ein bisschen was abgucken, was tatsächlich an organisatorischen Vorgaben sich die Verwaltung gesetzt hat, was man vielleicht auf der Hochschulseite dann übernehmen kann. Also zum einen diese institutionellen Dinge, auf die jetzt schon hingewiesen wurde, dass zum Beispiel dann tatsächlich der Klimaschutzbeauftragte der Universität möglicherweise da ist oder der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder wie auch immer diese Person dann heißt, dass es ein bisschen gebündelt ist, dass dann auch solche Berichterstattungen funktionieren kann oder durchgeführt wird. Die Sachen, die jetzt im Klimaschutzkonzept des Landes stehen, sind natürlich alle für die normale Verwaltung, weil die Hochschule sich selbst verwaltet, aber trotz alledem können Hochschulen natürlich darüber nachdenken und es abschauen oder sich zumindest Anreize geben, wie das dort aussieht. Das wollte ich eigentlich nur noch mal betonen, dass immerhin die Verwaltung ja auch daran denkt und dass man dann weiterdenken kann. Frau Wolf? Ja, ich finde den Vorschlag von Herrn Buchern auch sehr gut, dass man wirklich eine Person hat, die öffentlichkeitswirksam dafür verantwortlich ist, weil ich hatte jetzt auch noch mal versucht, mich im Vorfeld auf dieses Event hier ein bisschen schlau zu machen, was man so eigentlich bei unserer Uni findet. Und wenn man aber nach den Themen googelt, habe ich eigentlich nur uns gefunden, also die Scientists und die Lectures, aber ich habe gar nichts irgendwie auf den offiziellen Uni-Webseiten von der Uni groß zu dem Thema gefunden. Und wie wir auch immer in unserer Vorlesungsreihe merken, ist einfach in der Bevölkerung auch noch relativ viel Zweifel an dem Klimawandel und ist das wirklich menschengemacht und ist es nicht eigentlich die Sonne, die irgendwie mehr strahlt und so weiter. Und ich glaube, für solche Leute ist auch wirklich ein Statement und eine Präsenz von der lokalen Uni viel wichtiger als jetzt ein Bericht vom IPCC, weil das einfach für die Leute zu abstrakt ist, während die Uni vor Ort, die kennen sie, und wenn sie da auch mehr wahrnehmen, offiziell von der Uni unterstützt, erreicht das die Leute vor Ort viel mehr. Deshalb fände ich auch gerade eine Person, die das öffentlichkeitswirksam vertritt, einen sehr guten Vorschlag. Trotzdem muss ich Ihnen kurz widersprechen. Also wir können ja gerne gleich gemeinsam an die Suchmaschine gehen, dann werden wir was finden. Weil Sie nichts gefunden haben. Also in die top-gerankten Beiträge, da findet man nichts. Und auch wenn man auf die Landingpage der Uni geht. Suchmaschine, da ist nichts top-gerankt, da finden Sie alles. Es ging jetzt um die Google-Suche. Dann müssen Sie, Google-Suche? Dann müssen Sie die Internetseite mal Google optimieren, wenn da nichts zu finden war. Oder auch auf der Landingpage von der Uni. Also wenn die einzelnen Kategorien, die da gelistet werden, es ist einfach nicht so, dass es jemand, der mal kurz guckt, abholt. So präsent ist es nicht vertreten auf unseren Uni-Webseiten. Aber der Unterschied zwischen dem Umweltcampus Birkenfeld und der Universität Trier ist ja auch evident, oder? Ja, aber deshalb, also wir haben auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial in diesem Bereich und das sollten wir auch versuchen auszubauen. Klar. Frage aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Birgit Rose, ich leite das International Office der Universität Trier und das Thema Internationalisierung, Mobilität und Nachhaltigkeit ist natürlich eins, das unseren Arbeitsbereich zentral betrifft. Ich glaube, das stellt auch wie in einem Brennpunkt eigentlich die Herausforderung des Themas Nachhaltigkeit dar. Weil Mobilitätsförderung ist sozusagen, war lange das Kerngeschäft der International Offices, ist es immer noch. Gleichzeitig ist es wirklich ein echter Zielkonflikt, Nachhaltigkeit und Mobilität, den man nicht einfach durch mehr Geld oder sowas lösen kann, sondern ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, die von uns auf zwei Ebenen neue Herangehensweisen erforderlich macht. Das eine ist eine ganz praktische Ebene, dass man sich überlegt, wie kann Mobilität nachhaltiger gestaltet werden. Das wird inzwischen auch zum Beispiel in den Förderprogrammen der Europäischen Union, im Erasmus-Programm 2021 bis 2027, ist Green Erasmus ein Ziel, zu dem sich alle teilnehmenden Hochschulen, also auch die Hochschule Trier und die Uni Trier, verpflichtet haben. Und wir sind angehalten, Mobilität
nachhaltiger zu gestalten. Wie kann das passieren, indem man zum Beispiel umweltfreundliches Reisen mit Bus und Bahn fördert, indem man dazu Prämien auslobt, indem man vielleicht auch Sanktionen für Flugreisen indirekt macht. Und da wäre zum Beispiel auch eine Bitte von mir an die zwei Präsidenten in der Landeshochschulpräsidentenkonferenz, wie auch Herr, der Kollege von der Umwelt, vom Umweltcampus schon gesagt hat, darauf hinzuwirken, dass das Landesreisekostengesetz zum Beispiel Ausgleichszahlungen für CO2-Ausstoß bei Flugreisen überhaupt möglich macht. Das ist im Moment gesetzlich nicht möglich, aber wenn das einmal möglich ist, dann kann auch jede Hochschule entscheiden, wollen wir dieses Instrument einsetzen, nehmen wir Nachhaltigkeit ernst. Das heißt natürlich auch, Reisen wird teurer, das heißt, der einzelne Wissenschaftler muss in seinem Budget sich genauer überlegen, wenn die Reise vielleicht nicht das Doppelte kostet, aber doch einiges mehr. Welche Reise ist wirklich wichtig? Welche Reise kann durch andere Formen wie Videokonferenzen ersetzt werden? Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der wirklich in der Praxis auch von uns ein Umdenken erfordert, der aber auch möglich ist. Und das andere ist, dass man sich doch auch überlegen muss, welches Ziel will ich mit Internationalisierung erreichen? Und ist sozusagen für jedes Ziel die Mobilität überhaupt erforderlich? Wir wollen natürlich auch weiterhin zum Beispiel Semester- und Jahresaufenthalte, langfristige Aufenthalte von Studierenden auch in Übersee, in Japan oder China fördern, für die Sinologen, für die Japanologen, für andere. Aber man kann sich natürlich fragen, ist es notwendig, für 2 Wochen zu einem Kurzaufenthalt irgendwo hinzureisen? Oder können nicht Lehrende zum Beispiel auch Digitalisierung und Internationalisierung zusammendenken und zum Beispiel kooperative virtuelle Lernveranstaltungen mit Partnerhochschulen entwickeln? Also ich glaube, das Thema, das ist eine Herausforderung für unseren Bereich, aber wir können die nur lösen, indem wir eben nicht versuchen, sozusagen zurück zu vor der Pandemie zu gehen, sondern dass wir einfach auch neue Wege der Internationalisierung finden. Und da sind wir natürlich auch ganz stark auf die Lehrenden in den Fächern angewiesen. Wir sehen, es leert sich langsam hier im Podium. Wir müssen so allmählich zum Schluss kommen. Sie wollten noch was sagen, dann war noch eine Frage hier aus dem Publikum gewesen. Und dann würde ich eine ganz kurze Schlussrunde machen, weil sonst überziehen wir doch sehr stark. Mein Beitrag zur Internationalisierung hat sich fast erledigt, weil Sie fast alles angesprochen haben, was ich sagen wollte. Von daher wiederhole ich das nicht nochmal. Ein Punkt war mir aber nochmal wichtig, der jetzt in der Diskussion kurz gekommen ist, den Sie aber eben angesprochen hatten mit dem Flickenteppich. Das will ich nochmal hervorheben. Weil auch aus meiner Sicht sind unsere Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, auch wenn ich jetzt als Präsidentin spreche, es ist noch ein Flickenteppich. Also ich bin überhaupt nicht mit der Situation zufrieden, gar nicht. Ich denke, das ist ein Thema, das Thema Nachhaltigkeit, das enormer Ressourcen bedarf, möglicherweise vergleichbar mit den Investitionen, die in die Pandemie geflossen sind, nicht wahr? Impfstoffentwicklung. Wie viele Ressourcen sind da reingeflossen, eben den Impfstoff zu entwickeln? Das ist jetzt ein Beispiel, in dem gezeigt wurde, es geht doch, wenn die Ressourcen da sind. Und was im Moment die Dokumentation Glasgow Erreichung 1,52 Grad Ziel zeigen, ist doch auch, dass hier auch Not ist zu handeln. Und mit dem, es ist so leicht, immer über die Ressourcen zu klagen, aber es ist tatsächlich so. Es ist kein Euro zusätzlich da im Moment. Und das braucht massiver Investitionen. Ich würde liebend gerne im nächsten Jahr Gebäude A und B fertig gebaut haben, komplett saniert, alle Dächer am Schneidershof mit Solarzellen überdacht, komplett klimaneutral sein, wenn man die Ressourcen reinbringen würde. Und eben diejenigen hätte, die das dann auch bauen könnten, ja, dann wäre das möglich. Genauso viele andere Dinge. Ja. Also wir haben ja, ich glaube, wir sind alle klug genug als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wir haben so viele unterschiedliche Fachbereiche, Disziplinen, die sich mit einbringen könnten. Wir wissen ja, wie es aussehen kann. Aber das braucht so massive Ressourcen, dass das tatsächlich eine Herausforderung in den nächsten Jahren sein wird, das so zu adressieren und verständlich zu machen, dass wir auch handeln können. Ja, nächste Woche sind Haushaltsberatungen. Ich erwarte, dass da nicht viel mehr in dem Haushalt für die Hochschulen stehen wird. Aber auch da werden wir wieder auf das strukturelle Defizit hinweisen, auf das wir gerade zulaufen. Das ja dann nicht bedeutet, dass wir Euros mehr haben, sondern ganz im Gegenteil real viel weniger. Und dann, weil Sie den Flickenteppich angesprochen haben, dann hätten wir eben auch die Möglichkeit, all das, was uns wichtig ist und was wir sehen, in die Realität umzusetzen. So, ich würde noch die eine Frage ans Publikum geben. Ich muss auch bald weg. Okay. Guten Tag, das ist keine generelle Frage. Und zwar kam gerade der Einwand eines Klimaschutzmanagers.
Die Hochschule Trier ist soweit. Ich bin der Klimaschutzmanager der Hochschule Trier, gefördert durch das PTJ. Das Projekt hat gerade erst ganz kurzfristig angefangen, darum können wir auch noch nichts vorweisen. Aber alle Themen, die Sie angesprochen haben, werden wir uns natürlich jetzt gerade nur für den Standort Schneidershof oder Hochschule Trier angucken. Da sind sehr, sehr viele Einflüsse, die wunderbar sind, die ich mir auch gemerkt habe, dass man da ansetzen kann. Beispielsweise Mobilität ist so ein großes Thema. Viele Trierer fahren halt viel Auto und große Parkplätze sind da. Aber dass man das alles jetzt bündelt und in den nächsten 2 Jahren einen Bericht erstellt, den man der Hochschule und dem Projektgeber, das ist das PTJ, dann vorstellt. Also wir gehen schon einen Schritt weiter in der Hochschule Trier. Ich wollte es einfach nur mal Ihnen sagen. Guten Tag. Sehr gut. Sie können sich da gerne auch mit der Klimaschutzmanagerin am Umweltcampus vernetzen. Wir haben da ja schon einen Durchgang gehabt. Sie hat viele Projekte erarbeitet und am Ende auch ein Investitionsprojekt, was immer dazugehört. 200.000 Euro waren das damals. Die sind in die Installation eines Solarcarports geflossen am Umweltcampus. Und damit kann man ganz viel machen. Und das ist vielleicht auch etwas für alle Parkflächen der Hochschule und der Universität. Solarcarports ist eine tolle Möglichkeit, auch etwas zu tun, was für die Energiewende wirklich wichtig ist und das auch gefordert wird. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Professor Neumeister und ich sind zurzeit gerade dabei, die Ist-Analyse zu starten und erstmal zu wissen, wo steht die Hochschule, was gibt es zu verbessern und vielleicht gibt es irgendwann da mal Meldungen, wie weit wir sind und was für ein Maßnahmenkatalog verabschiedet wird. Vielen Dank. Das Thema stand auch tatsächlich auch noch hier mit den Parkplätzen zum Beispiel. Das ist ja immer die Frage, wenn es Parkplätze gibt, dann ist es natürlich der einfachste Weg, mit dem Auto dahin zu fahren. Auf der anderen Seite ist die Anbindung natürlich schwierig. Mhm. Aber ich glaube, dass wir das jetzt nicht noch erschöpfend hier diskutieren können. Ich würde gerne wirklich zu einer ganz kurzen Schlussrunde kommen und wirklich nur jeweils vielleicht eine Sache, Frau Hoffmann, was Sie mitnehmen. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, das nehme ich jetzt mit aus dieser Veranstaltung oder wo Sie vielleicht auch sagen, also das ist wirklich unbefriedigend für mich, hier so rauszugehen? Also ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus der Veranstaltung mitnehme und den ich auch unseren beiden Präsidenten mitgeben möchte, ist, dass es eine ganz große Ressource an den Hochschulen gibt, wie wir den Klimawandel bekämpfen können. Das sind die Studierenden selbst. Und sie haben da jedes Semester viele tausende junge Leute sitzen, die in der Lage sind, ihre Arbeitskraft, ihr Leben, ihre Energie, ihre Motivation diesem Thema zu widmen, also der Bekämpfung des Klimawandels. Die warten eigentlich prinzipiell nur darauf, inspiriert zu werden, die warten auf Informationen, die sind ja offen, in welche Richtung sich ihr Leben bewegen kann, also wo sie später einmal arbeiten wollen, wie sie ihre Kraft, also in welchen Bereich sie ihre Kraft geben möchten und die warten praktisch nur darauf, diese Themen mit auf den Weg zu bekommen. Und das ist eine große Ressource, auch im Hinblick auf Wissenstransfer, Forschungstransfer aus den Hochschulen in die Unternehmen. Wir haben viele Studierende, kann ich jetzt vom Umweltcampus berichten, die Abschlussarbeiten in Unternehmen machen und so die Forschungsprojekte und Ergebnisse in die Unternehmen tragen. Und das ist die wichtigste Ressource, die die Hochschulen haben und die gilt es zu fördern. Und ohne das geht es nicht. Frau Wolf, abgesehen davon, dass Sie den Uni-Präsidenten persönlich per E-Mail zu Lectures for Future einladen, was nehmen Sie mit von der Veranstaltung? Ja, ich freue mich, dass so viel schon getan wird an den unterschiedlichen Campi zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und ich hoffe, dass wir gerade den Bereich des Wissenstransfers in die Öffentlichkeit noch weiter ausbauen können, auch mit den jeweiligen Unterstützungen der Universitäten. Und würde mich auch freuen, wenn wir lokale Forschungsvorhaben noch weiter unterstützen könnten, wie jetzt zum Beispiel gerade in Erang. Das habe ich auch schon von einigen Kollegen und Kolleginnen gehört,
dass Sie da einige Ideen hätten. Und da ist auch die Frage, ob man sowas nicht vielleicht noch etwas mehr unterstützen könnte, ob man da einen Forschungsfonds für solche kurzfristigen lokalen Projekte bilden könnte und eben, wie gesagt, nochmal die Unterstützung für den Wissenstransfer. Professor Helling, Sie sind ja sehr aktiv. Frau Professor Peters musste schon gehen, auch sehr aktiv. Haben Sie den Eindruck, dass das auch angekommen ist und dass Sie da vielleicht jetzt auch noch mehr Unterstützung bekommen? Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit kommt an den Hochschulen in Deutschland wirklich an. Man sieht es an einem Punkt, der mich wirklich überrascht hat. Es gibt eine neue Ausschreibung Transformative Hochschule. Da geht es um die Entwicklung der Hochschulen in Richtung Nachhaltigkeit. Von den 400 Hochschulen sind 50 Anträge eingereicht worden. Man muss aber wissen, dass in jedem Antrag bis zu 5 Hochschulen Universitäten in einem Konsortium beantragen können. Ich gehe also davon aus, dass etwa in der Hälfte der Hochschulen und Unis in Deutschland das Thema über dieses Förderangebot gesehen worden ist. Ich hoffe natürlich, dass wir dort auch mit unseren Anträgen zum Zuge kommen und das weiterentwickeln können, weil wer stehen bleibt, fällt zurück. Wir sind ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, aber ich muss und will mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das an vielen anderen Hochschulen auch passiert, auch wenn es für mich die Lage etwas weniger komfortabel macht. Ich möchte an der Spitze bleiben dort, aber trotzdem möchte ich, dass viel mehr in der Hochschule mitgehen und das funktioniert über die Studierenden. Und lassen Sie mich abschließend noch mal hinweisen auf die Woche der Nachhaltigkeit. In der Ausstellung draußen sind auch die Themen und die Daten da. Und die Studierenden, die das organisieren, sind heute auch hier. Sprechen Sie die gerne nachher noch mal an auf das Thema. Ab dem 29.11. geht es los zum Thema nachhaltiger Konsum, auch für Studierende und durch Studierende. Herr Präsident, wir haben auch in der Diskussion gemerkt, Forschung, Lehre, aber auch Betrieb, das greift ja wirklich auch bei diesem Thema ineinander über. Sie waren jetzt trotzdem skeptisch zu sagen, wir haben jetzt irgendwie eine zentrale Person, wo das alles zusammenläuft. Aber es ist jetzt mehrfach angesprochen worden, dass gesagt worden ist, es passiert so wahnsinnig viel, aber es passiert auch offenbar viel nebeneinander, ohne dass man voneinander weiß. Was nehmen Sie mit? Wo denken Sie, könnten da vielleicht die Uni doch auch das ein bisschen besser strukturieren? Also was die Zusammenarbeit der Universität und der Hochschule mit der Stadt angeht, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Sie haben die Parkplätze angesprochen. Also wir haben vor Jahren, Frau Dressel, Sie werden sich erinnern, die Idee des Jobtickets mal platziert. Da ist auch so ein Jungtim, ähnlich wie bei dem Reisekostengesetz, dass wenn Sie ein Jobticket einführen, müssen Sie automatisch die Parkraumbewirtschaftung einführen. Das produziert sofort Widerstand in Teilen der Belegschaft. Sie haben die schlechte Anbindung angesprochen, weil viele der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen auch nicht aus Trier, die kommen aus dem vorderen Hunsrück. Und da ist die Anwendung eben sehr schlecht. Und in der Vergangenheit sind solche Vorhaben dann immer sehr, sehr früh mangels Nachfrage gescheitert. Aber das, was auch Herr Bucher angesprochen hat mit der besseren Zusammenarbeit, dafür bin ich sehr zu haben. Gerade bei dem Thema Mobilität brauchen wir das auch, weil Insellösungen auf Campus 1 und 2 jetzt in unserem Fall bringen jetzt uns in Trier insgesamt und in der Region nicht wirklich weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich mitnehme, ist klar, ich setze gerne auf diese Ressourcen, die Sie eben so schön beschrieben haben. Ich will aber auch sagen, dass sich eigentlich von Jahr zu Jahr, von Semester zu Semester das Curriculum dieser Thematik immer weiter öffnet. Also wir haben jetzt wieder eingeführt die nachhaltige Tourismusgeografie. Das steht zwar so in dem Titel des Studiengangs noch nicht drin, aber er ist nachhaltig ausgerichtet. Frau Bruns ist leider heute nicht hier. Die Biodiversitätsforschung, Herr Seeger, geht eindeutig auch in diese Richtung. Und über die Ausschreibung, die Sie angesprochen haben, kann man auch sehr, sehr viel steuern. Also vielleicht, wenn es uns gelänge, ebenso viele Ausschreibungen mit KI-Bezug zu installieren wie zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Ähnlichem, dann würde sich dort automatisch auch die Orientierung innerhalb der Studierendenschaft und innerhalb der Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftler signifikant verändern. Also man kann auf intrinsische Faktoren und auch auf diese andere Form der Steuerungsmöglichkeit über diese politische Innovationsschiene auch sehr gut setzen. Das sind meine beiden Elemente, die für mich aktuell jetzt wichtig sind. Ja, Frau Präsidentin, Sie haben viele Mitstreiter hier, haben Sie mitbekommen, auch für Ihre Seilbahn, die Sie gerne oben an der Hochschule hätten. Wenn Sie das nochmal angehen, das Thema? Ich werde mich nicht ganz daraus zurückziehen. Ich weiß, dass sich ein Kollege mittlerweile zurückgezogen hat, der nicht mehr zufrieden hat
war mit dem Fortschritt des gesamten Projektes. Ich bin sehr froh, dass es ein anderer Kollege übernommen hat. Und wenn sich zeigt, dass durch Koalitionsverhandlungen sich doch wieder Türen und Toren öffnen, die die Wahrscheinlichkeit steigen lassen, dann werde ich auch weiterhin tatsächlich mich dafür einsetzen. Aber so wie ich bin, ich sage lieber direkt zu den Menschen, was ich von ihnen erwarte, als dass ich das so öffentlich irgendwo in der Zeitung, in Beiträgen oder woanders äußere. Ja, deswegen liest man das jetzt nicht unbedingt direkt im Trierischen Volksfreund. Aber ich glaube, die Akteure, um die es geht, in Kommune und Land, die wissen schon, wo ich so mit meiner Position stehe, wo wir auch stehen. Deswegen, ich bin guter Hoffnung, dass es irgendwann nochmal einen Ausgangspunkt hat, in die Realität überführt zu werden. Ja. Bisschen öffentliche Berichterstattung schadet aber manchmal auch nicht, mein Projekt noch mal ein bisschen anzustoßen, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Ich sage vielen, vielen Dank an alle, die so lange durchgehalten haben auf dem Podium, im Publikum. Und derjenige, der Sie hier begrüßt hat, wird Sie auch noch mal hier verabschieden. Ja, vielen Dank, Herr Zender. Vielen Dank an die Diskutanten. Ich will auch jetzt schnell zum Schluss kommen. Als erstes möchte ich erstmal eine Danksagung an alle Leute, die diese Veranstaltung heute ermöglicht haben, nämlich die ganzen Helferinnen und Helfer. Das ist einmal das Team vom OK 54, von dem Fernsehen. Dann aber auch unsere Medientechnik, vertreten durch Herrn Müller und sein Team, der da also sehr super eingesprungen ist. Dann das Team vom Gestaltungscampus, Frau Franger und deren Team, die also sehr aktiv waren. Und unser Team von der Hochschule, Frau Knopf, Frau Zimmermann, die da sehr aktiv waren. Und dann die Kollegen Zopke, Bucher und Frau Bruns, der wir natürlich gute Besserung wünschen. Also das erstmal. Vielen Dank. Warum habe ich Kollegen Menke auch noch mal gleich. Warum haben wir als kleines Team das eigentlich ins Leben gerufen? Weil, ja, wir sehen, es passieren viele Initiativen. Die Kollegen in Birkenfeld, auch im Schneidershof, am Gestaltungscampus, an der Uni. Ich bin jetzt auch schon seit 25 Jahren dabei und habe mit dem Kollegen Hamm, den vielleicht noch der eine oder andere kannte, das erste Energiekonzept gemacht, von dem ich dann geprügelt wurde von allen. Wie kann man bloß sagen, Erneuerbare? Das war vor 20 Jahren. Es hat sich was getan, aber ich denke, wir sehen, was immer noch fehlt, sind diese Strategien für diese Kultur einer Nachhaltigkeit und auch einer breiten Wirkung. Wir müssen da aus diesem Klein-Klein herauskommen, glaube ich, und dazu vielleicht auch mehr die verschiedenen Themen zusammenführen. Was wahrscheinlich auch notwendig sein wird, wir müssen Prioritäten setzen. Herr Jeckel, Sie haben völlig richtig gesagt, das muss immer mehr gemacht, aber wahrscheinlich muss man auch mal irgendwann sagen, das sind jetzt Prioritäten, die wir setzen müssen, weil wir können nicht mehr alles bedienen. Oder die Kollegin, die mit den internationalen Reisen das gesagt hat, ich habe selber ja noch eine Professur in Thailand und ich hatte zeitweise nicht nur eine Goldcard, sondern eine Senatorcard so ungefähr. Habe ich auch aufgehört. Und man muss wahrscheinlich heutzutage auch internationale Zusammenarbeit neu denken. Es gibt kein Zurück zu früher. Und das letzte Thema, was ich sagen will, Parkplätze. Solare Parkplätze sind schön, aber wahrscheinlich ist das Thema Parkplätze einfach auch eine Frage. Und ich sag mal, wahrscheinlich wird die Mobilität auch wirklich ganz anders sein. Und da müssen wir größer denken. Und ich gucke mir den Kollegen Zopke an. Seit 20 Jahren wird eigentlich nur daran gearbeitet, wie man auch das Thema individueller Verkehr verändern muss. Und da muss die Hochschule auch mal aus ihrer Reserve herauskommen. Und ich sage wahrscheinlich, wenn wir das Thema Abbau von Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, auch solche Themen werden wir wahrscheinlich angehen müssen in der Zukunft, weil es kann nicht nur heißen, wir machen besseres Essen und wir machen LEDs und wir machen ein wärmesgedämmtes Gebäude, sondern da müssen wir prinzipiell diesen neue Sache, das was Frau Mendy Singer-Brodowski gesagt hat, wir leben in einer neuen Zeit und diese neue Zeit müssen wir wahrscheinlich auch mit neuen Herausforderungen angehen. Und diese neuen Herausforderungen, wie wir die angehen, das lasse ich jetzt meinen Kollegen Henrik sagen, denn er ist der neue Chef im Ring für die Forschung. Also, damit bedanke ich mich und übergebe als letztes Wort. Und dann sind Sie auch wirklich entlassen und dürfen die Aufstellung begrüßen. Henrik, wie lösen wir das Problem? Ja, danke Christoph für die Einführung. Ich darf jetzt hier das Abschlusswort sprechen. Das kam etwas kurzfristig, aber das kriegen wir spontan hin.
Ja, als in meiner Rolle jetzt als gewählter Vizepräsident für die Forschung werde ich das Thema jetzt an der Hochschule und ich denke auch mit der Universität, weil wir da ja schon Kooperationen haben, vorantreiben. Ich denke, was wichtig ist, das klang jetzt gerade eben in der Diskussion schon an, wir müssen natürlich gucken, wie kriegen wir das Leben, und ich nenne es den Begriff Elfenbeinturm, weil selbst wir an der Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften leben und arbeiten mit den Studierenden immer noch in einem Elfenbeinturm. Das merken wir in unserem täglichen Dasein nicht. Aber wir kriegen es nicht gut der Bevölkerung vermittelt, den Unternehmen vermittelt, was wir tun, was wir Gutes tun. Und da müssen wir aktiver werden. Da gibt es keinen Königsweg, dass wir sagen, jetzt machen wir es so und dann funktioniert es. Und das, was wir vorher gemacht haben, funktioniert nicht so gut. Das ist ein zähes Ringen, das werden wir tun. Ich denke auf der anderen Seite, und das ist immer das, was ich den Fridays for Future Schülerinnen und Schülern und den Aktiven bei den Demonstrationen immer mitgebe, wenn wir dann angefragt werden hier in Trier. Ich denke, was da ganz wichtig ist als junge Menschen, dass die jungen Menschen ungemütlich bleiben, dass sie die ältere Generation nerven, denn es geht um ihre Generation und sie werden massiv leiden unter dem, was wir jetzt schon beobachten. Wir sind mittendrin in der Klimakrise. Andererseits, das hatte ich letztens noch in der Diskussion, wenn man das alles so hört mit dem Klimawandel, das lohnt es sich eigentlich noch Hoffnung zu haben. Da habe ich ganz klar gesagt, ja, die haben es geschafft in der Corona-Krise. Die ist eigentlich ein ganz gutes Spiegelbild. Innerhalb, ja, ich sag mal, eines Jahres einen Impfstoff oder mehrere Impfstoffe zu entwickeln gegen eine fast unbekannte Krankheit, die sehr tödlich ist. Also machen wir uns nichts vor. Und das hat die Menschheit gemeinsam geschafft unter immensen Anstrengungen mit, ja, also Schäden und Vorgehensweisen, die vielleicht, oder es sind viele Fehler gemacht worden. Dennoch haben wir es geschafft und wir können diese Krise überwinden. Dauert jetzt noch ein bisschen, die Zahlen gehen ja wieder rauf. Aber die werden wir überwinden als Menschheit. Und wir werden es auch schaffen, diese Klimakrise zu überwinden. Auch das wird wahrscheinlich nochmal wehtun, leider. Aber ich bin mir sicher, dass wir es als Menschheit schaffen. Die Technologie ist da, es ist mehr ein Wollen und ein Miteinander und dann können wir dieses Problem lösen, das ist ein globales ist und wir sehen die schwierigen Diskussionen in Glasgow im Moment und als Wissenschaftler fragt man sich auch manchmal, warum nicht schneller, aber die Rahmenbedingungen müssen passen und wir müssen alle mitnehmen und das ist nicht so einfach, das ist viel Erklärungsbedarf und da müssen wir als Hochschulen, als Universitäten uns an die eigene Nase fassen, die Dinge noch klarer darzustellen und auch vielleicht einfacher darzustellen. Von daher möchte ich jetzt an dieser Stelle mit den Worten schließen und wer darf eröffnen? Frau Schumann, Sie eröffnen die. Wir dürfen gemeinsam eröffnen. Sehr schön. Ja, ja, erstmal vielen Dank für Ihre Worte. Gerne. Der Kollege Helling hat ja eben schon so gut wie eröffnet, nicht wahr? Er hat